Also, wir gehen jetzt zu mir nach Hause und feiern ein bisschen. So, hallo. Kurze Strecke, fahrt nur mit dem Fahrrad. Wer viel Zeit hat, hört Podcasts. Das ist jetzt der neueste Satz, ne? So, hallo, wer viel Zeit hat, hört Podcasts. Genau. Herzlich willkommen zu unserer neuen Runde German Podcast Gold, Gigi der Nerdy Talk. Das ist von der Breze. Und ich grüße unsere Sponsoren, bevor ich uns selber begrüße. Dennis Reif, Epic Jazz, Elendis Zayan, Phil Steiner, Andy Pubs, Cinemaster, Steve Trevor und Rambo Ramon Rainer. Yeah. Und mit dabei der Willi. Hi, hi, hi. Nadine. Und der Nadine, hallo. Und ich, der Flo. Froh. Der frohe Flo. Wir sind Flo. Wieder am Start. Ich weiß nicht, niemand hat es gemerkt. Unser Discord ist momentan super tot einfach. Sommerloch. Ja. Niemand hat es gemerkt. Eigentlich hätte die Folge letzte Woche kommen sollen. Ja. Aber Willi hat uns natürlich abgesagt, weil er natürlich der Willi ist. Weil ich Fame bin und viel zu tun habe. Willi Fame ist und viel zu tun hat. Weil wir jetzt alle selbstständig sind. Ja. Fast. Und da ist es halt so. Da geht die Arbeit immer vor. Da geht die Arbeit tatsächlich vor, genau. Ja. Sad Story, ja. Wir haben schon wieder 28 Grad Arschwasser, die Hose kocht, muss ich sagen. Also es ist schon wieder, es waren ein paar Tage, waren jetzt schön für mich. Das war so 20, 21 Grad fand ich geil. Ja. Wenn die Sonne da war, hat es 25 gehabt, das war auch noch gut. Aber heute schon wieder, ey, das hat schon wieder geballert. Ja, heute war auch wieder das erste Mal wieder, dass wir den Pool bei uns im Garten wieder klarschiff gemacht haben. Und mussten aber natürlich wieder ein, zwei Chlortabletten reinhauen und ordentlich mit dem Kescher ein bisschen das Zeug raushauen. Habt ihr keinen Gitter drüber oder so? Wir haben halt so eine Plane, aber die ist dann bei dem Sturm ab und zu ein bisschen verrutscht, trotz Halterung und aber gut. Todes- und Possum drin. Ja. Oh Gott, komplett aufgeweicht mit Gedärmen. Nein, Quatsch beiseite. Halt auf! Morgen wird es dann vermutlich das erste Mal so, dass wir den ganzen Tag ausnutzen. Heute tatsächlich nur ein bisschen. Und es soll ja dann irgendwie du, eh schon mal, wieder... Morgen habe ich Zeit, glaube ich. Morgen hast du Zeit? Ja, dann komm schon rüber. Ich schmeiß einen Grill an und Blu-ray Herr der Ringe ist ready. Nee, ich habe leider auch keine Zeit. Weil selbst und ständig. Arbeiten. Fühle ich. Vielleicht. Ja, wir haben heute war Schildi da bei der Firma Fermulon und wir haben die 3D-Foto-Hintergrundwand gebaut. Ja, weil es ist ja bald die Comic-Con Freiburg. Richtig. Und da wird es nicht nur einen Foam-Lot-Stand geben, nein, es wird Foam ein World. Foam-Land geben. Genau. Einen riesigen Stand, 20 auf 12 Meter oder sowas, glaube ich. Und wir haben nicht nur Beratung und Verkauf, sondern natürlich auch Repair wieder, auch größer als sonst. Und wir haben diesmal sogar noch einen Fotostand dabei mit einem Profi-Fotograf, obwohl er nicht möchte, dass man ihn Profi-Fotograf nennt. Aber ist er, weil er verdient sein Geld damit. Richtig. Selbstständiger Fotograf. Genau. Kann man auch so sagen, dann sagt man halt nicht Profi, sondern selbstständiger Fotograf. Und der, ja, ist ein bisschen lang das Wort, aber naja. Er möchte der Fotolord genannt werden jetzt. So. Und der fotografiert dann die Menschen da und der hatte die Idee, dass man einen Hintergrund aus Foam macht, genau, der so ein bisschen Minecraft-mäßig ist mit einfach so verschiedenen Foam-Bricks drin, die verschiedene Höhen Tiefen haben genau. Und das sieht ganz wild aus. Und das richtig. Sieht ein bisschen aus wie der Todessterngraben. Ja, genau, wie der Todessterngraben. Ja. Drei Meter haben wir gemacht, also drei Meter hoch, drei Meter breit. Ja. Und da waren die zwei halt sehr, sehr fleißig. Und da war von 9 Uhr, der Schildi war um 9 Uhr da tatsächlich, um halb 10 haben wir angefangen und dann bis um 15 Uhr irgendwas war das jetzt dann. Ja. Und du hattest ja schon neulich schon was beim Baumarkt und hast die Holzplatten. Und ich habe am Dienstag schon 5 Stunden rein investiert in das Ding. Also wir haben vorhin mal durchgerechnet, Schildi und ich, wir waren jetzt insgesamt, die Gesamtkosten sind ungefähr jetzt komplett vielleicht bei 500 Euro. Ja, nur Arbeitszeit. Nee, ohne Arbeitszeit, nur Material. Nur Material, wow, ja gut, okay. Aber das ist ja... Nur Material, ah nee, stopp, Sie Material waren es 360 Euro. Ja, 360 Euro Material, hast. Was wir gekauft haben und den Foam nicht eingerechnet. Nee, der ist, ne, also der wäre auch nochmal teuer, also Foam weiß ich nicht, wäre es auch nochmal bei 400 Euro. Ja. Wow. Also das ganze Ding kommt so auf 1000er, glaube ich, diese ganze Wand. Weil Arbeitszeit, ja, wenn du sind jetzt auch schon 8 Stunden reingelaufen. Ja. Weil ich habe einen Tag dran rumgemacht. Ja. Und heute nochmal 6 Stunden zu zweit.
Mhm. Also da läuft schon einiges rein in so eine Wand. Mhm. Meint man immer gar nicht, gell? Und jetzt, jetzt hat sich beim Zusammenbauen hat sich halt rausgestellt, was gut ist und was eher nicht gut ist. Jetzt muss ich nochmal nacharbeiten. Ja. Okay. Na, ich muss nochmal ein bisschen was verfestigen, noch ein bisschen was anders machen. Und dann wird das schon. Mhm. Also wird schön. Wird geil, Leute. Ja? Also wenn ihr Zeit habt und es nicht zu weit von euch wegkommt, kommt auf die Comic von Freiburg, weil die ist wirklich Freiburg schön. Im Breisgau, ne? Nicht genau. Irgendwo anders. Nicht das andere Freiburg. Ganz im Süden. Ja. Ja. Genau. Wo wir jedes Mal 6 Stunden hin brauchen. Ja. Obwohl es eigentlich eine 4-Stunden-Fahrt wäre. Dreieinhalb eigentlich. Jedes Mal 6. Ja, furchtbar. Also fahren alle da runter, ist total schön. Nein, aber die Con ist super, weil die ist von tollen Leuten gemacht. Ja, die Con ist geil. Grüße gehen raus an Dave. Ja. Von, und das ganze Team. Sagen wir mal, von Cosplayern für Cosplayer kann man eigentlich absolut sagen. Und ja, ist sehr Cosplay-lastig auch, aber natürlich gibt es auch alles. Gibt auch allen Merch und alles. Was man von Cons kennt, halt ja. Merch und schon. Bühnenprogramm. Ganz schon. Tolles. Letztes Jahr waren irgendwelche japanischen Trommler da, die Rauch... War cool, ja? Nee, der Rauch war nicht von denen. Nee, der Rauch war von woanders. Weil wir hatten dann irgendwann Feueralarm. Ja, und die haben einfach weitergetrommelt. Die haben weitergetrommelt. Die haben ihr Ding gemacht, ey. Aber der war von woanders, ja. Der war, glaube ich, vom Fotografen oder sowas. Ich weiß es nicht. Irgendjemand hat halt den Feueralarm ausgelöst. Da mussten alle raus. Aber uns war es eigentlich ganz recht, weil es war die einzige Pause, die wir an den Wochenenden hatten. Ist richtig, ja. Wir waren irgendwie durchgängig an unserem Stand. Das war schon crank. Nee, aber Freiburg ist eine super schöne Con, Leute. Also ist immer schön. Lohnt sich. Willi ist auch da. Da will ich auch da, ja. Ich bin mal den Willi treffen. Und der Uwe ist auch dabei. Und der Uwe ist auch dabei. Ja. Willi ist, glaube ich, auch da. Der hat sogar einen Tisch dort. Ja. Oder bist du... Also, oder bist du jetzt noch nicht dabei? Ich also Dave meldet sich nicht ruhig seit ein paar Wochen. Aber er hat schon gemeint, ich bin schon dabei. Aber in welcher Form, weiß ich immer noch nicht. Aber sollte da bis nächste Woche keine Antwort kommen, werde ich ihm nochmal schreiben. Und vielleicht schreiben wir ihn auch einfach mal. Ja, und weil du eben erwähnt hast mit Schildi und geile Wand bauen, da kommt es mir gerade in den Kopf. Ich war jetzt heute im Baumarkt und habe die letzten Ressourcen eingekauft, um ebenfalls dann für die hoffentlich Con Freiburg den Speer von Gondor fertig zu bauen. Ja, cool. Man sieht im Hintergrund auch schon die Lanze hier oben. Das hast du mal bei dir in Spam-Ordner geschaut oder so? Aber nicht, dass es bei ihm im Spam-Ordner ist. Hab ich auch schon. Wie oft hast du ihm geschrieben? Wann? Furchtbar. Jetzt müssen wir jetzt nicht hier im Podcast ausdiskutieren. Das nervt mich jetzt gerade. Zwei, dreimal vor vier Wochen oder so. Also, krass, okay. Aber gut. Aber ist ja in dem Sinne kein Stress, weil er hat ja schon gemeint, ich bin dabei. Es ging halt nur noch so um das Fixe und so, keine Ahnung, um den Post und bla. Aber vielleicht kommt das auch erst noch für alle, weißt du? Eben. Dass da so ein Sammelpost dann rausgeht oder so eine Sammelmail. Ja. Und da bin ich gerade dabei, jetzt die letzten Ressourcen zu packen. Dann ist der Gondorianer auch komplett fertig, weil das Coole ist ja jetzt, dass ich zwei habe und dann kann ich am Samstag das und am Sonntag das tragen. Sehr geil. Ja, aber weil du sagst Baumarkt und so, ich fand's auch krass, wie ich im Baumarkt war, hab ein paar Sachen gekauft, 230 Euro. Ja, klar. Ja. Das geht schnell. Alter, Das ist echt das war heftig. So krass. Ja. Das geht ganz schnell. Ich hab ein bisschen Metall gekauft und ein paar Schrauben und zack, 230 Euro. Zack. Ja. Ich war jetzt für ein kleines, es war 3 Meter hoch, aber trotzdem, ein fucking Plastikrohr und ein bisschen Kleber war ich schon bei 13 Euro. Also, Also so Plastikrohr hat's bei uns auch bekommen. Ja, aber keine 3 Meter. Ja. Aber es sind nur 1 Meter. Zum Stammstecken. Das ist übel, wie lang der Speer von der Turmwache ist. Ja, die sind auch so groß. Und das Schild, das Turmschild erst. Alter. Also das kannst du ja eigentlich gar nicht, naja gut, auf die Dave-Cons-Stuffs mitnehmen, aber auf anderen Cons ist das maximal 1,50 Meter. Ja, dann macht er halt 1,50 Meter und dann macht er Schraubgewinde neu. Mhm. Und dann schraubt das auseinander. Ja. Und dann wenn er reingeht, hat er 2 Speere in der Hand. Und dann nimmt er einen Teil mit und 2 Freunde nimmt den anderen Teil mit. Ja. Fertig. Okay. Und jeder hat dann 1,50 Meter in der Hand. Alter, Lifehack Flowmaster 5000. Schraubgewinde ist das Geilste. Naja, das brauchst du ja eh, weil du kannst das sonst nicht transportieren. Kannst ja 3 Meter nicht fahren. Oben aufs Dach drauf, aufs Autodach. Genau. Ja. Muss ja. Ja. Das ist übrigens auch eine coole Sache an Dave seine Cons. Der macht nicht so einen Geschiss mit dem Waffencheck. Da hast du recht, Wie andere Cons. Das ist ja bei anderen Cons immer Drama mit Waffencheck. Immer. Obwohl sie aus Pappe oder Plastik sind und keiner sau was antun. Aber 2,10 Meter. Beim Dave gibt es, glaube ich, halt nur, dass es halt einfach keine Blankwaffen da sein dürfen. Und keine geschliffenen. Und aus Metall halt so. Super spitz oder so, Fertig aus, das ist auch der einzige. Aber Schusswaffen sind okay. Schusswaffen sind okay. Schusswaffen, Handgranaten, könnt ihr alles mitmachen. Ja. Naja. Ja,
Weil hier gerade so eine Fliege vor meiner Nase rumgefahren ist, möchte ich gleich zu Anfang was ganz Tolles erzählen. Oh boy. Und zwar haben mich jetzt, also wir hatten irgendwie den ganzen Sommer keine Moskitos, ne? Aber seit 2 Wochen, jede verdammte Nacht. Es ist furchtbar. Jede verdammte Nacht, diese Scheißviecher. Und ich denke mir immer so, stecht mich halt, es ist mir egal, aber hört auf, mich wach zu halten, ihr dummen Arschlöcher. Mhm. Weil es ist immer so, du bist kurz vorm Einschlafen und ich glaube, die merken das, weil du dann flacher atmest oder so. Und dann kommen sie. Alle. Dann, du bist immer so kurz vorm Einschlafen und dann... ey, und es ist so schlimm und es macht mich psychisch fertig. Und ich habe neulich echt nur mal eine Nacht gehabt, wo ich wirklich nur 4 Stunden Schlaf oder noch weniger hatte, weil ich 4 Moskitos im Zimmer hatte. Und ich habe dann immer eine gefunden, erschlagen und dann dachte ich, ah, jetzt ist gut und dann kam die nächste halt. Ne? Ich dreh durch. Und dann, neulich habe ich eigentlich, ich habe so eine kleine Moskitolampe, wo die so reinfliegen können. Das interessiert die halt überhaupt nicht, ne? Wenn du die hinstellst mit so einem blauen Licht. Und dann habe ich so gemacht, ich habe mich ganz zugedeckt, dass echt nur noch so die Augen rausgeschaut haben, habe diese Lampe so auf meine Stirn gestellt. Und dann ist sie da reingeflogen. Und dann hat sie mir aber dann fast doch ein bisschen leid getan, weil die hat dann noch voll lang gelebt. Und ich habe immer gesehen, wie sie so gebrannt hat. Und die hat aber noch gesummt. Ja, also ich habe gehört, wie sie summt. Und dann ist sie immer weiter verbrannt. Und dachte ich, oh, Todesschrei. Burn in hell, bitch. Kein Mitleid mit dem Dreck. Ja, und jetzt pass auf. Und nachdem aber diese Lampe irgendwie so ein bisschen schwächlich ist, ne, habe ich bei, ich höre ja immer Kaulitz Hills, den Podcast von den Kaulitz Brüdern. Der ist übrigens sehr amüsant. Also das ist nicht irgendwie Gossip oder so, sondern einfach... Es gibt nicht nur Musik. Es ist ein... Gar nicht nur Musik eigentlich. Eben. Es ist ein Laber-Podcast. Ja, weil das viele denken halt. Nein, ich dachte, das wäre so ein Stars- und Sternchen-Gossip-Scheiß, aber ist es gar nicht. Überhaupt gar nicht halt. Es ist einfach ein geiler Laber-Podcast. Auf jeden Fall, der hat erzählt, er hat so eine Fliegenklatsche, wo aussieht wie ein Tennisschläger und die auch elektrisch ist. Also so ein Zepper halt. Mhm, ne? Ja. Und dann habe ich mir bestellt auf Amazon. Okay. Und es ist so geil. Alles erste, was Alter, ich liebe drauf es. Ja, das war's geil. Bevor ich die Safety Instructions gelesen habe, ne, habe ich draufgelangt und dann war ich, also da wach. War ich wach. Da war ich sehr wach. Das ist sau stark, das Ding halt. Naja, wenn ich gedacht habe, das äußere Gitter wäre nochmal ein Schutzgitter, ne? Aber da ist schon der Strom drauf. Und ich wollte das, ja, das sieht aus wie so ein Tennisschläger, aber du kannst das Teil oben drehen, damit es 90 Grad ist, damit du es an die Wand klatschen kannst, weißt? Weil ja, wenn du einen Tennisschläger an die Wand so seitlich, das ist ja scheiße. Yeah, und deshalb kannst du es rumdrehen, dann ist es wie so ein Kartoffelbreistampfer. Und dann stampfst du an die Wand. Genau. Und ich wollte es drehen und bin dabei halt draufgekommen. Mhm. Und dann hat es mich gleich voll gesappt. Aber wie? Bitz. Aber jetzt weiß ich auch, wie stark das ist. Ey, und es macht so Spaß, es ist so fucking befriedigend, wenn du einfach so eine Drecks-Moskito-Scheiß- Bitch an deiner Wand hocken hast, gehst da drauf und es knallt einfach nur. Ja, es knallt so geil. Und es ist so, oh mein Gott, ich liebe dieses Ding. Das war die beste, Knall aus dieser beste Welt. Investition ever. Wie oft hast du einen Flug geweckt mitten in der Nacht beim Metal-Konzert? Gar nicht. Krass. Nee. Ja, weil aber ich hab mir jetzt auch ein Fliegengitter an die Fenster gemacht, damit sie gar nicht reinkommen, weil... Das ja, ist ja sonst auch nervig. Dann. Habt ihr, ich meine, wie kommen da so viele bei euch rein? Also. Ne, ich habe halt immer Fenster offen. Wir haben, wenn wir Fernsehen und sowas abends, wir haben eh Balkon offen. Ja. Und am Balkon sind auch keine Fliegengitter und sowas. Ja. Und wir haben es eigentlich eh nicht. Wie gesagt, bis vor 2 Wochen hatten wir keine Insekten. Nee. Mhm, okay. Und auf einmal schießen es alle raus. Ja. Okay. Wir hatten halt jetzt von vornherein so sackviele, vor allem wo wir jetzt umgezogen sind mit dem aufs Landhaus und dann war ja Überflutung in Fischach, die haben ja gepoppt und gebumst ohne Ende. Ja, ja, klar, und wir klar. hatten das Problem eigentlich auch immer und bei uns lief es halt dann ähnlich ab. Das Carmen hat es null gejuckt, die hat dann gepennt, war im Tiefschlaf. Und ich war halt dann der dann nach dem Streamen um 2:30 oder so, nach dem Duschen manchmal 2 oder 2:30 in der Nacht. Dann halt Hölle auf diese scheiß Leberkäse, erstmal mal wirklich auf Moskitojagd. Und dann halt einmal mit dem Hausschuh, einmal mit der Tempopackung. Ja. Und ich hab die Viecher, an die Wand gefotzt. Und es hat geknallt. Ja, dann hast du immer die Blutstreifen, ne? Ja, richtig. Das ist auch scheiße. Und das hast du mit dem Zepper auch nicht. Ja, das ist ja das Geile. Aber dann war das halt auch wieder mit diesem, dann schabe ich die Dinger weg. Dann ist Carmen nur irgendwann mal aufgewacht. Also das war ein Geficke, wirklich. Ja, aber es ist schon ultra nervig, ne? Du freust dich so aufs Bett, machst dich fertig, Zähne putzen, bla bla. Freust dich und denkst dich so, oh geil, jetzt schön schlafen. Dann schmeißt dich so ins Bett rein
und dann ist die erste Minute Ruhe und dann hörst du schon irgendwo im Raum. Ja. Und denkst du, ist es jetzt hier im Raum oder bilde ich mir das gerade ein? Will ich es hören oder ist es nicht so? Ja, ja. Und dann ist es wieder still und ich denke mir, na, das haben wir eingebildet. Ja. Und dann auf einmal direkt neben dem Ohr und ich denke so, what the fuck? Mhm. Ja. Und dann musst du zoomen gehen. Ja, richtig. Sonst hast du keine Ruhe. So, weil ich schlage mir manchmal auch ins Gesicht dann einfach, ne? Wo ich mir dann denke, jetzt lasse ich sie kommen, lass sie hinsetzen und dann... Aber man erwischt sie dann nie. Ja, manchmal schon. Also meistens so Stirn und sowas erwische ich dann schon. Und dann hast du das Blut im Gesicht und wer weiß, von wem das Blut ist. Na, von mir. Das nicht vom anderen Menschen schon ist. Ja. Nee, das so, ist also das Fall. Ist wirklich, warum gibt's die? Mückenterror. Ohne Scheiß. Wenn ich eine Frage an Gott stellen könnte, würde ich fragen, warum gibt's Moskitos und Zecken? Warum? Ich würde zu Mücken tatsächlich okay sagen, wenn sie uns wie in Jurassic Park wenigstens die Dinos gegeben hätten. Aber sie haben uns keine Dinos gegeben, also können sie sich verpissen. Ganz einfach. Und warum saugen die nicht Fett anstatt Blut? Das wäre doch viel besser. Geil, Alter. Dann haben die Dicken lauter Juckreiz erstmal 2,5 Jahre durch wegen der Moskitotherapie. Ah, ja, guter aber die ganz dünnen, die würden dann immer dünner werden. Die würden dann verbrochen. Das wäre auch nicht gut. Ja. Oh, an die würden sie, an Willi würden sie gerne dran gehen zum Beispiel. Ja. Fliegen sie einfach vorbei, weil sie nicht sehen. Ich wäre free. Lauchsuppe steht nicht zum Verkauf bei Moskitos. Lauchsuppe, Free Willi. Ja. Free Willi. Geil. Ja, der Terror der Mücken. Scheiß. Wahnsinn. Naja, wie bei... Wir haben jetzt, reden wir nachher noch drüber, haben wir Time Bandits geschaut und da gibt es auch Gott und der hat gesagt, na, ich habe so viele Fehler gemacht beim Design der Erde, zum Beispiel Moskitos und was hat er noch gesagt, noch irgendwas anderes, aber Moskitos waren auch anderes dabei. Cooles. Also er hat eingestanden, dass es ein Fehler war. Mhm. Richtig. Ja, im Allgemeinen, es gibt so viele Insektenarten, die sind so unnütz. Ja. Weiß man, naja, ich meine, die Moskitos und so und überhaupt die ganzen Fliegen sind ja zumindest Futter für andere, Vögel und sowas. Ja, aber Zecken zum Beispiel sind nicht mal Vogelfutter. Die haben gar keinen Sinn in der Natur. Ich kenne kein Tier, was Zecken isst. Nee. Ja. Die haben null Funktion eigentlich in der Natur, außer dass sie nerven. Da gibt es schon ganz viele Klasse aus. Das ist eine richtige ätzende. Ja, so ist das. Ja. Aber kommen wir zu was Schönem. Ja. Und zwar Willis Stream. Ich habe es endlich geschafft. Oh, wait. Nach Jahren, wo ich ihn gestalkt habe und es nie geschafft habe, seinen Stream zu gucken, habe ich es endlich geschafft, Willis Stream zu sehen und bin deswegen auch extra länger aufgeblieben. Aber nur bis warum? 23.30 Uhr. Nur warum? Weil deine Frau dir gesagt hat. Ja, weil du mir gesagt hast, dass er gerade streamt. Jetzt streamt er, hat es gesagt. Ja, weil ich nämlich immer eine E-Mail-Benachrichtigung kriege, wenn er eben. Und dann habe ich geschimpft, habe ich gesagt, Alter, jetzt ist 10, jetzt streamt er. Der blöde Hund, habe ich gesagt. Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich mir das Oschauer um 10, weil mein PC auch noch an ist. Der Zipfelklatscher, der Elendige. Und das ist doch eigentlich mein Bettgehzeit. Du hattest vor 2 Wochen, glaube ich, hattest du mal immer mittags gestreamt. Irgendwie, um 12 das habe ich immer so. Ja, das habe ich halt immer geschaut. Und das fand ich sehr schön. Wird ab nächste Woche wieder sein. Einfach. Ja, weil der Willi ist so ein bisschen wie Bob Ross, nur mit Dioramen. Ja, kommt drauf an, wir haben schon ganz schön Action gehabt jetzt da. Es kommt auf die Leute an, ne? Es ging schon ab in seinem Stream. Ja, aber man kann das schön nebenher irgendwie laufen lassen und so. Und kann man schön nebenher snacken. Immer gute Stimmung, gute Energie. Gute Energie, das ist es eben. Ja. Gute Energie und die Leute im Chat sind auch sehr nett alle. Genau. Ja. Also Grüße gehen raus an alle Leute im Chat, die ich zwar nicht kenne, aber die uns wahrscheinlich auch nicht hören, aber super Leute, super Sache. Die Frauen wollen alle Kinder von ihm? Alle, das schreiben sie auch dauernd durch in den Chat. Und Willi von hat die Haare Hottie. Schön. Ja. Vom Hottie, weil er die Haare der schön Hottie, hat. Der Hottie, ja. Der Hotboy. Genau, Hotboy. Ja, aber nee, freut mich, dass das so chillig und cool rüberkommt. Und wie gesagt, ich habe jetzt schon 2, 3 von 2, 3, die haben da tatsächlich dann auch Offstream auch mal nachgefragt, tatsächlich wegen unserem Podcast. Also es kann schon in Zukunft sein, dass wir jetzt ein bisschen Zuwachs bekommen und deswegen gehen da erst recht nochmal doppelt Grüße raus. Und halt einmal quasi Nadines Version, dass es halt das chillige, kunstleidenschaftliche Gelaber sein kann. Aber wenn man halt auch Bock hat, dann geht von SpongeBob bis Star Wars über Let's Zeppelin geht dann auch, wenn Flo am Abend dabei ist, geht auch alles. Also alles mit dabei. Ja, für jeden was dabei. Ja, Leute, schaut rein. Also der Link zum Willis am Twitch findet ihr in den Shownotes. Wir hatten auch gleich auf Twitch, auf Gigeri, haben wir gleich einen Follower bekommen. Also ihr müsst uns auf Twitch bitte nicht folgen. Gigeri auf Twitch ist tot. Ja. Geil. Tatsächlich. Das ist also nichts, was in den nächsten 10 Jahren nochmal irgendwie reanimiert wird oder sowas. Also Streaming ist...
Obwohl, aber nobody got time for this. Das ist das Ding. Ich dachte mir schon, ich baue mal einen Stream vom Labor, wenn ich Pakete packe, einfach so. Okay. Aber da müsste aber man halt. Gigerigi, da müsste so aber da müsste man Formlots-Account machen und dann müsste man. Würde wahrscheinlich funktionieren. Ja. Weil ich habe letztens auf Twitch. Alter, auf Twitch ist ja auch so geil. Aber ich müsstest dann nebenher die ganze Zeit labern und den Chat lesen und so. Ich habe ja dich. Na, eben nicht. Nee. Ich habe ja. Ich habe ja jetzt bei dir immer geschaut und sowas. Und jetzt habe ich dann nebenbei so mal WoW geguckt und dann Bethesda auf der Gamescom, bla bla. Und dann wurde mir auf einmal eine WoW-Grandma vorgeschlagen. Die ist 82 Jahre alt und streamt WoW. Ja. Ohne Scheiß. Voll geil. Das ist eine Amerikanerin, die ist 82. Also ihr Account heißt irgendwie Grandma 78 oder so. Also die hat sie mit 78 hat sie den Account gemacht. Und jetzt ist sie schon 82 geil. Und... streamt immer, oh, fand ich halt krass, ne? Ja, geil, aber hey, der wird's nicht langweilig, nö, ne? Die hat das keine ist ja das, Langeweile. Was wir neulich gesagt haben, wenn wir mal Rentner wären, wir hätten niemals Langeweile. Halt. Ohne Scheiß, die spielt halt einfach WoW und dann dachte ich mir, ja, das ist doch geil. Und die spielt mit ihren Großenkeln und Enkeln und keine Ahnung, spielen die halt WoW und ich dachte mir, das ist doch cool, Alter. Ja. Richtig. Und dann habe ich was Interessantes gesehen, was heißt was Interessantes, was wirklich seltsam ist, das ist aber jetzt auch schon eine Woche her, und zwar ein Livestream aus dem Schwimmbad raus, aus der Kantine, also aus dieser Kioskbox raus, wo sie Essen machen und es ausgeben. Mhm. Okay. Ja, und da wird sich auch nicht wirklich unterhalten. Da wird sich nicht wirklich unterhalten. Ja. Da siehst du nur, wie die Essen zubereiten und es halt rausgeben. Ja. Mhm. That's it. Das, das ist aber tatsächlich auch so, als du, Flo, offline gegangen bist, haben sie gemeint, ja, ich schicke den Link und so weiter, die werden sich dann wahrscheinlich das dann wirklich mal holen und so weiter, Spotify hier und da, bla bla bla. Aber da haben dann wirklich auch zwei gesagt, ja du, hey, mal ganz ehrlich, je nachdem, Spotify weiß ich nicht, aber rein theoretisch, wie du das gesagt hast, mit Twitch reanimieren und so weiter, das, was wir jetzt hier mit der Kamera labern, das könnte man theoretisch einfach nur auf Twitch machen und wir beachten den Chat nicht. Und da kommen trotzdem Leute, ich sag's euch, da kommen trotzdem Leute rein und man bekommt sogar auch noch Geld oder was auch immer. Also funktionieren würde alles. Das möchte ich nur an der Sache mal festhalten, weil das aber ist genau das, was... Aber dann müssen wir uns immer Hosen anziehen beim Podcast machen. Aber genau das ist doch der Flair, wenn wir aufstehen und wir sind unten nackert. Ja? So. Und dann geht man mal pinkeln. Nee, aber das Ding ist, was die Nadine halt auch erwähnt hat, Chat müsste man gar nicht lesen. Das reicht, wir nehmen sie trotzdem noch auf. Ja, eben. Genau, und man nimmt trotzdem noch auf. Immer noch die Weil Outer City läuft bei mir neben, ob jetzt Discord an ist, Twitch an ist, scheißegal. Es wird theoretisch auch easy funktionieren. Also krass. Da kann man ja mal in ferner Zukunft mal drüber nachdenken, weil dann hat man gleich so dieses Podcast-Feeling, wie man in Dornbirn auch hatte, hat man dann mehr oder weniger auch immer, du weißt es ja, egal was, es wird gestreamt auf Twitch, ob jetzt aus dem Freibad raus, ob jetzt aus der Pommesbude, ARD, ZDF streamt auch irgendeinen Schmann, es ist nicht nur für Zocken. Der Tierpark streamt, es gibt einen Tierpark in Amerika, die streamen den ganzen Tag einfach nur 0815 oder der Essenskanal, wo einfach nur so Essensdokus laufen. Ja. 24/7 halt. Easy da wird auch, da spricht ja auch keiner mit dem Stream, also beziehungsweise mit dem Chat halt, ne? Ja, eben. Das sind ja einfach irgendwelche Sendungen, die da laufen. Da gibt es keine Beachtung auf den Chat. Also moderiert wird er wahrscheinlich schon halt, irgendwie, aber. Weißt du, das ist klar, das sind alles so Sachen, die Leute nebenher laufen lassen, weil sie nicht ertragen, wenn es still ist. Richtig. Ja. Stille? Genau. Ist weil Menschen keine Stille ertragen. Was ist los eigentlich mit Menschen? Warum also, ertragen? Was weiß ich denn? Keine Stille. Weiß ich nicht. Also ich mag Stille, besonders abends immer im Bett. Ja. Ich liebe auch Stille, ne? Also so ist es nicht. Ja. Weiß nicht. Naja, gut. Es aber ist ja auch nie irgendwo still. Kann man auch. Naja, komm, also ein bisschen Gebrumme oder was, nicht? Gerausche hört man immer. Gibt's da nicht, weil wir es jetzt gerade drüber haben, gibt es nicht so einen Raum, der komplett schalldicht ist und wenn man da zu lang drin ist, wird man irre? Das kann gut sein, ja. Also ich bilde mir an, da gibt's eine Studie drüber. Okay. Dass man das mal probiert hat mit absoluter Stille. Mhm. Okay. Dass das irgendwie die Sensorik oder was, dass das irgendwie. Kann sein, aber du hörst ja trotzdem dann noch deine Atmung und deinen Herzschlag. Ja, so. Aber irgendwas war echt. Also, Hashtag natürlich ungeprüft, aber irgendwas kann gibt's gut sein, da. Ja. Bilde ich mir ein, ich hab da mal was. Oder war das mit Dunkelheit auch? Wenn ja, es mit nur noch dunkel ist? Da drehe ich auf jeden ja, Fall. Da, aber das war auch irgendwas mit Geräusche oder sowas. Naja, müsst ihr mal schauen. Keine Ahnung. Aber war auf jeden Fall hochinteressant. Ja. So hochinteressant, dass ich es mir nicht gemerkt habe. Geil. Ja, nee, aber nur mal so als. Ja, denkt ja an schaut Spaß, alle Willi's Stream an, bitte. Genau. Okay. Er streamt irgendwann, also sein Streamplan ist seltsam, aber. Mein Streamplan ist jetzt eigentlich sehr aktiviert fix. Aktiviert die Benachrichtigung. Ja, das ist wichtig. Genau, also in dem Sinne ist es eigentlich so, weil bis auf heute, weil heute war wieder so viel um die Ohren, dann habe ich es aber rechtzeitig gecancelt. Eigentlich ist immer feste Zeit, Freitag
13 Uhr. Der nächste feste Tag, der jetzt dazu kommt, ist Sonntag 21 Uhr. Und, oh, die anderen zwei, drei Tage unter der Woche, die sind dann spontan, aber mit mindestens 8 Stunden Vorlaufzeit. Das heißt, wenn man sich Mühe gibt und mir folgt, dann würde man auch keinen Stream verpassen. Was ist denn jetzt das für ein Anmacher? Weiß ich nicht. Wenn man sich Mühe gibt. Weiß ich nicht. Nur so mal am Rande erwähnt. Naja. Also auf jeden Fall begrüßen wir alle neuen Hörer, die vom Willi rübergekommen ja, sind. Ja, Grüße. Richtig. Wir haben auch übrigens einen Discord-Server. Und einen Patreon. Ja, richtig. Da kann man uns Geld zahlen, damit dieser Stream weiter existiert und Willi auch mit sich Hosen lassen kann. Und wir kommen ja, übrigens, weil du gesagt hast, Spotify und so, wir kommen ja nicht auf Spotify. Wir kommen ja überall. Ja. YouTube, überall. Apple, Amazon. Alle gängigen Formate kommt dieser Podcast. Podcast.de, ja. Überall, wo es Podcasts gibt. Podcatcher, whatever, du kriegst uns überall rein. Überall. Ja. Wir lassen euch. Also eben, man muss jetzt nicht Spotify haben. Nee. Ja. Überhaupt nicht. Sehr also geil. Von daher. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Mega nice. Was ist denn das da überhaupt? Gläser in Deutschland, da kommen wir jetzt gar nicht mit. Gläser. Was ist das? Was soll das? Das ist schon ein bisschen sehr aufdringlich. Ja, genau. Flo findet Gläser übrigens aufdringlich. Da gibt es ein Video. Es gibt ein Video, um Gottes Willen. Weil wir es jetzt gerade von Streaming haben. Ja, wir haben mal gestreamt. Bevor es Geekery gab, haben eigentlich, das waren die Ursprünge von Geekery. Ja. Hat eigentlich damit angefangen, dass Flo und ich gestreamt haben, aber wie auf YouTube. Nein, nicht gestreamt. Das war wir haben YouTube-Videos gemacht, nicht gestreamt. Wir haben die geschnitten. Okay. Und auf YouTube hochgehen. Das Ganze hieß Zonge. Ja. Auf YouTube. Das gibt's auch noch. Also die Videos sind noch alle da. Und dann haben wir immer Spiele angezockt. Und das allererste war eigentlich Skyrim, ne? Wo ich dich Skyrim spielen habe lassen. Hast und so du oder? Dich so, ja, Zonge. Zonge, Zonge. Ja, aber da gibt's und dann haben wir ein gesungenes Intro, wo ich mit der Gitarre, glaube ich, spiele, oder? Zonge, Zonge, Let's Play, schon. Excellent. Was? Nee, auf Dings gibt's das nicht mehr auf Twitch, oder? Aber auf YouTube. Auf YouTube? Ja, wir haben doch nicht auf Twitch gestimmt, wir haben doch die Videos geschnitten. Haben das auf YouTube hochgeladen. Ja, wir haben das. Und dann, ich packe euch den Link auch mal in die Shownotes. Ach da, Let's Play. Allmächtig. Ja, Let's Play. Und 10 Jahre her, Alter. Und das allererste war Skyrim, wo der Typ so komisch umgefallen ist und du so ein Lachflash gekriegt hast. Oh shit, ja. Und dann war das nächste, glaube ich, Truck Simulator oder sowas. Oh, wie geil. Ich schau da mal rein. Ja. Ach komm, mit Mr. Schnitzel haben wir auch gespielt. Genau, mit Mr. Schnitzel. Und ich habe immer das Intro mit dem... Mit Linda, schau. Oh Gott. Oh, je. Ja. Oh Gott. Was? Und dann später habe ich alleine nachts immer gestreamt. Hier, Flo hast aufdringliche Gläser. Genau, und da gibt es ein Video, das heißt, Flo hast aufdringliche Gläser. Das ist aber nur so ein Ausschnitt. Das ist 1 Minute 24 lang, das kann man sich mal ansehen. Wie du da aussiehst. Guck mal, die Haare. Ja, das ist vor 10 Jahren gewesen, da war Lol. Ich schön. Und da haben wir irgendein komisches Spiel gespielt und Flo labert irgendwas, dass der Gläser so aufdringlich findet, wenn die auf dem Tisch stehen. Richtig. Wir verlinken es. Ja, wir verlinken es. Ja, bitte, ich möchte es anschauen, ich möchte es wissen. Oh mein Gott, ey. Aufdringliche What Gläser. The fuck. Ja, geil. Schön. Das kannst du eigentlich als Intro hier für den Podcast einfach die Soundspur reinschneiden. Mal schauen. Ja, genau. Naja, und auf jeden Fall, Gläser gespannt. In Deutschland. Ich habe auf Instagram, in meiner Instagram-Story neulich was geteilt und ich habe ohne Scheiß noch nie so viele Antworten auf eine Story gekriegt. Und ich habe das nur geteilt von irgendeiner Witzseite und so. Ach, und da war ein Bild drauf, genau. Alle Deutschen haben nur diese zwei Arten von Gläsern Richtig. Im Schrank. Und da war ein Ikea-Glas und ein Cola-Glas. Mhm. So. Mhm. Und dann stand irgendwie. McDonalds-Cola-Glas. Ja, McDonalds-Cola-Glas. Und so. Alle Deutschen haben diese Gläser oder sowas. Und hab mich halt ertappt gefühlt, weil bei uns ist exakt genauso. Also, ich habe noch ein paar, irgendwie 3 Weingläser. Eins ist schon kaputt. Ich habe noch so halbe. Und so für eine halbe haben ja, wir noch. Ja, so Krüge und so. Ja, ein Humpen halt. NFL-Gläser haben wir noch irgendwie. Ja. Aber. Na, ein paar Weizengläser haben wir noch. Aber wirklich hauptsächlich diese Ikea-Gläser und die McDonalds-Cola-Gläser. Und dann habe ich das halt gepostet und dann haben ganz viele darauf geantwortet, ja, bei mir auch und so. Also finde ich krass. Nee, das hieß doch Gläser der 90er, glaube ich, oder? Nein. Das hieß, jeder Deutsche hat diese Gläser. Weil mich nämlich einer angeschrieben hatte auf die Story mit, da fehlen aber noch die Senfgläser. Senfgläser, ja. Ja. Aber die gab es nur in den 80ern. Das habe ich dann auch geschrieben. Ja. Das war irgendwas mit der Jahres... Nee, war es nicht. Ganz sicher nicht. Das haben nur wir gesagt. Mhm.
Ja. Mhm. Wie ist es bei euch? Willi, also wir haben die zwei Gläser? Die Gläser? Wir haben tatsächlich auch total viele Coca-Cola-Gläser von McDonald's. Wir haben, glaube ich, kein IKEA-Glas. Ganz viele zusammengeschmissene McDonald's und Goofy und Mickey Maus Gläser und halt ganz viele bayerische Humpen. Ja, also egal, ob jetzt ein halber Liter, ein ganzer Liter Weizengläser und das war's tatsächlich. Und Weizengläser haben wir auch noch. Ja, aber nicht mehr viele halt. Das aber einiges entfernt. Aber Carmen will unbedingt diese ganzen IKEA-Gläser. Sie will unbedingt ein einheitliches Glasset und ja. Oh, das ist ganz wichtig, dass man ein einheitliches Glasset hat. Wieso? So wie warum ist das so wichtig? Ein einheitliches Tassenset, was wir auch nicht besitzen. Oder Besteck oder Geschirr oder was da gerade. Wir haben 1 Million verschiedene Tassen und alles sind Nerd-Tassen. Und jeder Teller, den wir haben, der ist irgendwie hochgeschlungen. Ja, ja. Also ohne Scheiß, Teller kaufe ich irgendwann neu. Weil das kotzt mich echt an. Teller halt, ist so unterschiedlich. Real Talk jetzt. Also Besteck. Ja. Nee, also irgendwann kaufe ich mal ein neues Geschirr. Aber man muss auch dazu sagen, wir essen eh meistens aus Schüsseln, ne? Wir sind so, so Schüsselfresser. Wir haben ja nicht mal einen Esstisch. Wir haben ja nicht mal einen Esstisch, genau. Wir essen immer am Sofatisch und dann schaufeln wir uns immer alles aus Schüsseln rein. Richtig. Ja, so Sofatisch. Also wir haben in dem Sinne auch keinen wirklichen Esstisch. Wir haben auch eigentlich einen Sofatisch, aber wir haben die coole Funktion, dass wir den Oschi hochklappen können und dann ist der auf jeden einmal auf einer Höhe von dem Esstisch. Das ist dann übelst fancy. Also wir haben dann einen Esstisch direkt am Sofa. Keine Ahnung, das hört sich gut an, das haben wir halt nicht. Das ist cool, wir haben immer wie so, weißt du? Ich habe mir irgendwann einen Foamklotz aus der alten Firma mitgenommen, der irgendwie 15 bis 20 Zentimeter hoch ist und den stelle ich mir jedes Mal unter den Tisch, weil ich kann so nicht essen, halt. Das nervt mich. Der Flo hat einen Essklotz. Ja, das stellt immer seine Schüssel dann auf diesen Foamklotz. Das kotzt mich ehrlich gesagt einfach an, halt. Ja, dann ich zeige euch den mal. Die Situation ist furchtbar. Ich schicke euch, ich mache den mit dieser Hyper-Duper 5000er Kipp-Funktion. Ich mache ein Video nach dem Podcast und schicke euch das. Und dann werdet ihr nicht mal einen Monat mehr warten und euch sowas auch zulegen. Ah, okay. Unbedingt, ja. Hat ein schönes Mattschwarz an den Rändern und die Flächen sind schönes dunkles Kachel. Nussholz oder so. Kachel. Ach so, Kachel. Ach so. Kacheltisch. Zum Hochfahren. Ja. Sehr nice. Ja, gut. Gab es sonst noch was bei dir die letzten 3 Wochen? Ja, ich habe da tatsächlich jetzt, oder nicht vorhin, weil das wäre ein bisschen arg kurzfristig vom Vorbereiten, aber die letzten 2-3 Tage dann, weil ich jetzt gewusst habe, wir machen ganz normal heute wieder unsere geile Session, nachgedacht, was denn überhaupt so war und warum ich dann auch jetzt letzte Woche nicht konnte und scheiß die Wand an und bla und bla. Und dann ist halt einfach nur das Traurige, die traurige Realität, dass ich halt einfach nicht wirklich viel unternommen habe, gemacht habe, außer halt Gewerbe, ja. Was halt wiederum beinhaltet Steuern, Stream, Bauen. Machst du Steuern jetzt doch selber oder was? Ja, halt so ein bisschen halt vorbereiten, das Zeug. Ja, Buchhaltung muss er ja machen. Eben Einnahmen, Überschussrechnung und der ganze Scheiß. Ja. Okay. Und dann war es aber so, dann bin ich nochmal, während ich mit meinem Gesicht in der halben Konfliktschüssel war, bin ich nochmal ganz tief in mich reingegangen. Und dann habe ich gecheckt, okay, warte mal. Einmal war ich outdoor unterwegs und habe was anderes gemacht, außer in meiner Hobbithöhle zu leben. Und es war dann tatsächlich... Also damals halt beste Freundin von Carmen, jetzt immer noch beste Freundin von Carmen, aber weil man ja logischerweise jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, verstehe ich mich mit der Rosalie auch mittlerweile sehr gut und wir sind eng befreundet und wir waren dann zusammen auf dem Konzert von der lieben Rosalie, eine gemeinsame Freundin von uns, und die hatte einen Auftritt in Augsburg. Am Brunnenhof, schön zunftig nei in Wirtshaus und dann gab es hinten dran so einen kleinen Sommergarten. Und dann, genau, und die Band hieß quasi Rainer Gruber and the Stealing Horse. Und, okay, hört sich spannend an. Ja, also der Rainer Gruber ist sozusagen ihr Dad, Rainer Gruber ist ihr Dad und der Stealing Horse ist halt dann, so heißt halt dann der Rest der Band. Und da ist dann die Rosalie mit dabei, kann man sich so vorstellen, dass er macht Gesang und Gitarre. Sie macht ebenfalls Gesang und Gitarre, aber halt begleitend. Okay. Er hat einen Hauptanteil. Dann haben wir noch jemanden, der an der Querflöte ist, an den Bongos, am Schlagzeug und am Keyboard. Und das Geilste an dieser Gruppe ist, dass sie einfach, die vermitteln dir, die bringen so viele Interpreten, so viele Genres rein. Aber im Allgemeinen kann man sagen, das ist so eine absolute Mischband vom Stil her. Bob Marley meets Jethro Tull, Neil Young und Led Zeppelin.
Und diese Kombination, die ist sowas von Affen-Mega-Obertitten-geil. Das hat immer jedes Mal so viel Bock gemacht. Wir kennen jetzt fast schon die ganzen Lieder auswendig. Aber es ist immer wieder aufs Neue was Schönes. Und dieses, okay, die machen geil. Das halt, das sind halt, ja, 5, 6 gestandene Männer zwischen 40 und 60. Die machen das jetzt auch schon seit 20 Jahren. Und da hat uns halt dann die Rosalie, weil die eben seit ein paar Jahren auch mit dabei ist, als logischerweise Jüngste und als Küken, hat er gesagt, wir sollen da mal mitkommen vor Jahren. Und seitdem sind wir eigentlich fast immer dabei und nehmen das immer mit. Weil das ist so ein geiler Sound. Wie gesagt, Jethro Tull, Leute, wenn ihr den nicht kennt, haut ihn euch rein. Mundharmonika live ist ein absoluter Traum. Da, ohne Witz, da stellen sich die Arschhaare wieder auf. Gänsehaut hat richtig Bock gemacht. Ach, Alter. Und, kann man die auch irgendwie auf Spotify oder auf YouTube oder so anhören? Ich glaube, auf YouTube haben sie immer mal wieder Aufnahmen. Also Rainer Gruber and the Stealing Horse. Kann man sich mal reingehen. Ich kann ja mal schauen. Ich packe es dann in die Shownotes, falls ich was finde. Mega, mega stark. Also ist, wie gesagt, Props gehen da raus an Rosie und ihren Dad und die ganzen geilen Zipfelklatscher. Hat echt Bock gemacht und war eine willkommene Abwechslung zu diesem ganzen, ja, ich baue, ich mal, ich stream Zeug. Ja. Und ja, das ist auch das, man muss manchmal echt mal raus, ne? Ja. Aus seiner ganzen Bubble. Deshalb, wir haben uns auch irgendwann... Da haben wir doch schon. Mit AI. AI wird er geschrieben, okay. Stealing mit EA. Okay. Mhm. Okay, alles klar. Deshalb haben wir uns irgendwann mal vorgenommen, wir machen immer so Sonntagsausflüge, ne? Ja. Damit wir mal aus unserer Bubble rauskommen. Und das sind alles... Das sind alles frische Aufnahmen von vor 4 Tagen. Ja, dann ist es da, wo wir letztens erst waren. Geil. Ja. Okay. Mega stark. Und das ist 13 Jahre alt. Gut, aber der Rest ist hier ein Haufen Aufnahmen von vor 4 Tagen, 6 Tagen. Mhm. Ja, cool. Geil. Sehr schön. Ja, schau Leute, dann könnt ihr euch da mal was reinziehen und dann wisst ihr genau, über was ich gelabert habe. Nice, Mann. Nice. Gut. Jetzt wollte ich voll elegant überleiten zu unseren Aktivitäten, aber du hast mich leider gecancelt. Irgendwas nee, also, war mit Freitag. Weil ich sagen wollte, man muss ab und zu mal aus seiner Bubble raus und mal was ganz anderes machen halt. Genau. Und auch nicht immer auf Cons gehen oder so, sondern echt deswegen mal aus der ganzen Cosplay-Bubble mal raus. Yes. Naja, sonst waren wir immer auf Football spielen mal. Ja, aber das haben wir dieses Jahr tatsächlich bis gar jetzt nicht geschafft, weil so viele Cons waren. Ja, und weil die Spiele immer da waren immer da. Und wenn man dann auch mal, wenn man jedes Wochenende irgendwie fort ist, mal froh ist, wenn man mal ein Wochenende daheim ist und nichts machen muss. Naja. Aber wir haben mal wieder was ganz anderes gemacht. Und zwar waren wir auf den Faustfestspielen in Pottenstein in der fränkischen Schweiz. Richtig. Wie sind wir denn dazu gekommen? Dazu sind wir gekommen, dass die Nadine mal... Schön, dass du die Frage gleich selbst beantwortet. Ja. Dass die Nadine mal Schauspiel studiert hat, gemacht hat. Ja, Nadine hat Schauspiel studiert, 18 Jahre Semester. Lang. Nein, 2 Jahre lang. Also nicht studiert, Abendschule halt. Und da haben wir damals Semester. Auch eine Aufführung gemacht, da hat Flo dann auch mitgemacht als Techniker. Ja. Genau. Ich war Licht- und Soundtechniker, habe ich da studiert. Ja, studiert. Ja. 18 Monate lang. Mhm. Genau, aber das ist schon eine Weile her, das war 2015, 16 so, vor unserer, in unserer Fitnessphase eigentlich. Ja. Weil da sind wir auch ein halbes Jahr immer am Wochenende zu den Proben nach. Da hieß ich auch nicht Flo, da hieß ich Tobi. Tobi, genau. Theater-Tobi. Der Tobi war ich da. Genau, da waren wir immer am Wochenende beim Proben, was sau anstrengend war, weil wir jetzt mal eine Stunde hinfahren mussten. Ja, aber das war, wie heißt das Dorf? Irgendwas mit P. Pesten. Pesten. Da sagst du doch irgendwas mit P. Penis. Hast du schon fast gehabt. Penis. Pesten. Das ist bei Bayreuth und das ist echt weit weg von uns. Und da sind wir da immer hingefahren und es war sehr anstrengend. Ja, aber der Output war schön. Ja, es war eine schöne Zeit trotzdem. Absolut, halt. Auch mit den Leuten und so. Und als Auch mit Tobi. Und als Schauspielertruppe hat man immer eine sehr enge Beziehung untereinander. Also. Oh, die haben habt ihr die Seife fallen lassen? Nein, nicht körperlich, aber man macht alles so viele. Mit jedem. Nein, man macht einfach so viele Seelenstrips in dieser Schauspielausbildung. Seelenstrips und kennt sich dann untereinander einfach so gut und man wächst immer sehr eng zusammen. Und meine beste Freundin, die Vera, die macht halt immer noch Schauspiel. Bei mir haut es zeitlich halt nicht mehr hin. Und die hat jetzt da mitgespielt bei den Faust-Festspielen in Pottenstein. So, und das Stück war aber nicht Faust, sondern es war... Fuß. Es war nicht Faust, es war Fuß. Fuß. Nein, es war flache Hand. Genau, es war flache Hand. Nein,
Es war Ernst sein ist alles von Oscar Wilde. Richtig, Ernst sein ist alles. Und es ist so eine Verwechslungskomödie. Ja, englische Komödie. Ich kann nicht mehr sprechen, aber sorry, mein Gehirn ist gebraten. Angeblich eine der erfolgreichen und meist zitierten Filme oder Theaterstücke aller Zeiten irgendwie. Blablabla. Den Film hätten wir mal gucken können, siehst du? Ja, können wir immer noch machen. Mhm. Und ja, und das Ganze war Open Air in das einer war schön, sehr, sehr lauschigen, geilen, ja, wie kann man das sagen? Ja, es war eine Bühne aufgebaut und das ist so in so einem Felsspalt, kann man jetzt nicht sagen. Es war früher mal so eine Wiese, eine große Wiese mit Hühnern und Schafen und sowas. Ja, hier ist so ein Hügel davor, und, also wie so eine Wand eigentlich. Genau, und dahinter, und das haben sie aber hingebaut, haben sie so ein bisschen so eine Treppe hingebaut aus grobem Stein und so ein bisschen dass man halt zwei Ebenen dass hat. Dass man ein bisschen Ebenen bespielen kann, genau. Und dann war halt die Bühne da und im Hintergrund ist dann komplett Wald und es geht halt den Berg hoch, ne? Also es ist cool. Genau. Und dann kam so ein Tal, ne? So eine Senke. Und da kam irgendwann hinten die Katze raus und hat allen die Show gestohlen. Nachbars Katze kam dann irgendwann mal dazwischen, das war auch witzig. Und die Sitzplätze waren halt unter einer überdachten Tribüne Richtig. War ein bisschen eng. Okay. Ja. Der Altersdurchschnitt war sehr hoch. Wir haben ihn gesenkt, würde ich sagen. Ja. Also es war schon so, ich würde mal sagen, 60, 70 plus. Ja. Schon eigentlich, würde ich, ne? Würde ich auch sagen, Aber waren auch ein paar Junge da. Ja, wir halt. Ja, aber nee, waren noch jüngere noch als wir auch. Ja. Und das Coole war, das Ganze gehört irgendwie zu so einem Kulturgarten oder so. Also so ein Biergarten noch vorne dran. Also war super lauschig. War auch ein schöner Abend, weil es warm war. Und Es war eine geile Location. War eine geile Location. Ja. Aber und dann in der fränkischen Schweiz. So Mittelalter-Flair kam jetzt nicht auf, oder? Oder hätte man da auch Mittelalter-Markt? Nee, das hat nicht mit Mittelalter zu tun. Okay. Das Stück selber ja auch nicht. Das spielt im 19. Jahrhundert frühen oder spätes 18. Jahrhundert irgendwie. Okay. Und das hat jetzt nichts so mit Mittelalter zu tun. So diese, wie sagt man da? Die Zeit. Der Industrialisierung. Ja, nee, da gibt es auch noch ein anderes. Das viktorianische Zeitalter. Wort. Ja, Viktorianisch. Da spielt es. Und so waren sie dann auch angezogen und so. Und die Faustaufführungen sind aber so, also dass der Intendant, dem ist es sehr wichtig, dass das jeder versteht. Also die sind modern, aber nicht so wie modernes Theater, wo man kennt, so wo alles schwarz ist und die labern irgendeinen Scheiß und keiner also versteht. Also nicht so modern. Also nicht so hurz-mäßig, sondern halt... Der Wolf! Er möchte immer Shakespeare fürs Volk quasi inszenieren, richtig. Auch in normaler Sprache. Ja, also nicht diese Shakespeare-Sprache. Also das ist nichts verkopft, das hat er gesagt. Ja, genau. Mhm. Also das haben wir jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, das war bestimmt auch super. Wahrscheinlich ist das auch und gut. Ja. Also wir hatten einen geilen Abend. War schön. Ja, also falls euch sowas gefällt, die sind jedes Jahr und er hat auch gesagt, die gibt es erst seit 2 Jahren, man soll ruhig ein bisschen Werbung dafür machen. Ja. Mhm. Also Leute, Faustfestspiele in Pottenstein. Ist auch ein schönes Geschenk vielleicht mal für jemanden, wenn man mit jemandem nicht reden möchte die ganze Zeit, dann kann man sich das geben. Halt. Gut zu wissen, Oder schenkt es jemandem, den man nicht mag. Oh Gott, nein. Nee, also es war wirklich, für mich ist das ja auch immer so ein Ding, von selber würde ich jetzt nicht hingehen, aber ich war dort, ich fand es toll, es war ein schöner Abend und es hat sich gelohnt. Faustfestspiele in Pottenstein, empfehlenswert, auch von Nörgler wie mir. Genau, und es ist in der Nähe von der Teufelshöhle, Richtig. Wir haben da geparkt, das heißt, man kann es mit einem Besuch verbinden 100, zum Beispiel. 200 Meter oder 300. Genau, und wo wir dann zurückgelaufen sind, Alter, da ist einfach keine Straßenbeleuchtung, nix. Ey, und in der Fränkischen ist auch keine Lichtverpestung, da ist kein Lichtsmog da. Hast du voll geil die Sterne gesehen. Du siehst halt die Milchstraße, weißt du? Ja. Wow. Das war krass. Du guckst hoch und siehst den Nebel halt. Ja. Das siehst du bei uns hier, selbst bei uns hier in Karlsburg und sowas. Du hast so krasse Lichtverpestungen nachts von Nürnberg und Erlangen und alles hier rum, dass du das nimmer siehst. Ach, wie krass. In der Fränkischen, wenn du bist, ne? In der Fränkischen, wenn du bist und da ist nix, da siehst du so viele Sterne und die Milchstraße, das ist hammerhart. Mhm. Mega stark. So schön. Ja. Das war auch immer das Schönste, wenn wir auf dem Mittelaltermarkt waren. Wenn wir rumgerittert haben. Rumgerittert. Ja. Papa, was machen die? Hat er mal der Kind gefragt, ne? Da haben irgendwie Aufführung gehabt und sowas. Und dann hat das Kind gefragt, Papa, was machen die da? Und dann hat der Papa gesagt, du, die rittern da unheimlich rum. Sind Lappen, halt. Super Franke. Die rittern da unheimlich rum. Die rittern rum, geil. Ja, die denner rumrittern. Rittern. Ja, alles klar. Und schwerteln. Alles. Und schwerteln, ja. Aber schwerteln ist schon wieder so die Ingo-München-Richtung. Ja.
Ach ja, die gute Rammstein, Alter. Ja, ich vermisse sie. Das nächste Bier geht auf dich, du. Oh Gott, ey, wir hatten beim Bogen, Alter. Wir hatten beim Bogenschießen mal. Ja, wir haben ja, also man muss sagen, wie viele Jahre haben wir das gemacht? Wir haben es schon so oft erzählt. Willi weiß es aber nicht so ganz. Wir haben Bogenstand betreut und da haben wir immer Bogenschießen gemacht. Und da waren die lustigsten Charaktere waren da. Ja. Und einer war dabei mit seinem Kumpel und so. Und immer wenn der, wir haben die halt gegeneinander geschossen und dann hat halt der eine gewonnen, dann hat der andere so richtig... Das war so cringy. Das war so cringy, hat er gesagt. Das nächste Bier geht auf dich, Dude. Und dann hat Dude so richtig so, Dude. Und du denkst dir so, oh, Alter, was ist mit dir denn nicht richtig? Und das ist seitdem so voll in unserem WhatsApp irgendwie. Das nächste Bier geht auf dich, Dude. Alter. Wie aus Big Lebowski halt wahrscheinlich, oder? Das aber war also... Geil. Oh Mann, ja, da waren immer so Geschichten. Da waren schon Charaktere dabei. Du. Ja, und Kinder, ganz viele Kinder. Bei Flo, dem großen Kinderfreund, musste dann über Bogenschießen mit kleinen Kindern machen. Und wir hatten extra so ein Ding, ja, du musst ungefähr, also du musst so groß sein, um Bogenschießen zu dürfen, ne, weil es macht sonst keinen Sinn. Aber natürlich gab es da immer Diskussionen, weil, oh, wir sind jetzt extra hergekommen und er möchte so gern und... Ey, was da Kinder geheult haben, ne? Also, ja, wenn dann haben wir gesagt, na gut, dann gib uns halt dein Geld und dann lass es. Ja, genau, schießen. Und dann hat er halt irgendwie da rumgeeiert, weil so ein kleiner Dreier... Und es hat halt keinen Sinn gemacht. Der kann halt den Bogen nicht aufspannen, weißt du? Ja. Ja, aber wenn ich mithelf, wenn der Papa mithilft, ja, okay, ja, dann machen wir halt. Hoffentlich schneidest du deinem Kind ins Gesicht, ne? Hand-Augen-Koordination und sowas ist halt bei dem Dreijährigen noch nicht so da, dass er selbstständig den Pfeil einlegt, den Pfeil hält, den Bogen spannt, zielt und loslässt. Das ist halt so ein Ding, vor allem, wenn der Bogen größer ist als er selber. Richtig, weil so kleine Bögen hatte ich nicht. Ja. Ja, und dann, und es geht ja dann auch nicht, weil der lässt dann den Pfeil irgendwie fallen, weil er es halten kann. Ja, und dann fällt der Pfeil einfach auf den Boden halt. So. Und dann lass uns den Bogen leer schnalzen, was wir schon kleine. Naja, ist immer alles ein Scheiß, aber wir wollen es jetzt nicht. Aber ich habe gesagt, also was es da Tränen gab, ne? Also wir waren ja immer angeschlossen, als ein Freund von uns aus, der kommt auch aus der Nähe von Augsburg, oder? Wending. Donauwörth, Wending. Der hat halt der macht selber Bögen und Pfeile. Genau, der hat einen Laden dafür. Und der hatte da halt immer seinen Bogenstand. Und der kann aber nicht gleichzeitig verkaufen und Schauarbeiten und schießen. Deshalb haben wir immer die Bogenbahn gemacht halt. Ja. Weil Flo kann ja Bogenschießen. So. Und, ja, nach 8 Jahren sollte ich es irgendwie können. Ja, und was halt... Also wie Kinder auf Pfeil und Bogen abfahren, ist abnormal halt, ne? Und was da geweint wurde vor diesem Stand, weil entweder sie keinen Bogen gekriegt haben oder nicht Bogen schießen durften. Ja, ich habe gesagt, da müsste eigentlich, jetzt lass mich doch das noch ausführen, müsste da ein Dämon wohnen unter der Erde, der sich von Kindertränen ernährt, der wäre da fett geworden an der Stelle. Okay, das war eine metaphorisch geile Umschreibung, ja. Ich habe mal ein Mittelalter-Bogenturnier geschossen und habe eine Ziege gewonnen. Echt jetzt? Eine echte. Ja, eine echte. Eine echte Ziege? Ich habe den ersten Platz geschossen und habe eine Ziege gewonnen, eine echte. Ja. Ich dachte, das ist ein Witz. Ja. Dann war ich da irgendwo im Nirgendwo in Baden-Württemberg, nee, in Baden-Baden. Und hattest eine Ziege. Bei einem anderen Verein und hatte eine Ziege gewonnen. Ja, und dann? Hast du mit der gemacht? Hast du die haben wir mitgenommen. Die hat dann der Verein, der Kulturverein Deberndorf, hat es dann damals, hat die Ziege dann, ich glaube, der Erwin hat es genommen. Na, der Erwin hat es, glaube ich, genommen. Ich weiß gar nicht, aber irgendeiner hat die Ziege genommen, weil ich Mietswohnung, Alter, was will mit der Ziege? Ja, auf dem Balkon mit euch da. Alter. Komm, Architekt. Danach habe ich nie wieder Bogenturniere, so Mittelalter-Bogenturniere habe ich danach nie wieder mitgemacht, nie wieder. Ach, schade. Weil ich mir gedacht habe, nee, dann gewinne ich wieder irgendeine Kuh oder so. Ja, ist doch geil. Oder irgendein Scheiß. Ja, und das Problem ist jetzt halt... Ja, ist doch geil. Ja, total begeistert. Ja, ist doch geil. Wo willst du? Wir sind jetzt Ziege, Alter. Ja, ich könnte die Ziege in den Garten tun. Ich würde die auch nicht mehr hergeben, halt, wenn du jetzt eine Ziege oder ein Schaf bist. Ich kann dir... Ich habe die Connections mit dem... Flo, ich habe die Connections mit dem Bauamt. Ich bin Architekt. Ich kann den genehmigungsfreien Balkon erweitern. Dann hast du genügend Platz für eine ganze Kuh. Das machen wir. Oh, eine Kuh! Ja, Mann. Eine Kuh, Alter. Ich will eine Kuh. Nee, Mann, danach habe ich nie wieder Turniere geschossen. Das war die Angst vor Ziegen ist zu groß. Das war mir die Lehre. immer erst nachfragen, was gibt's zu gewinnen. Also, das war schon krass. Bei uns gab es immer nur Pfeile und sowas zu gewinnen. Mir fällt die Ortschaft leider nicht mehr ein. Schade. Ziegenhausen. Nee, das war nicht Ziegenhausen. Männer, die auf Ziegen schauen. Nee. Das war auf jeden Fall im tiefsten... Die Ziege, die Phobie. Bei die Pfälzer. Das waren keine Schwarm, das waren Pfälzer, glaube ich. Naja, die sind komisch. Das war die Pfälzer gedisst. Ah, so. Alle Pfälzer. Ja, Willi, schön.
Ja, und dann, das war samstags mit die Faustfestspiele. Ja. Und dann hatten wir, das war volles Stresswochenende. Ja, aber furchtbar. Mit anderen Menschen. Ja. Da mussten wir, nein, Quatsch. Und dann mussten nein, wir. Wir sind am Sonntag, haben wir uns dann getroffen mit lieben Freundinnen, auf deren Hochzeit wir nächstes Wochenende gehen. Ja. Genau. Und nachdem die in Passau wohnen, haben wir uns auf dem halben Weg getroffen in Regensburg. Ja, liebe Regensburg. Liebe Grüße gehen raus an den Tom. Welcher Tom? Und die Kira. Seine Tom, Frau bald. Bald. Der Tom war ja schon mal hier im Podcast. Als Aushilfe. Genau. Richtig. Genau. Ah. Und dann kam der Willi. Genau. Und dann kam ich. Ja. Ach, was ja, ihn erst vor kurzem quasi mal als Gast gewesen. Jetzt nicht zur, keine Ahnung, Prime Time. Nee, der war zwischen Toni und dir. Ja. Ah, war der Tom. Okay. Okay. Zwischen Toni und dir war Tom. Was? Was? Zwischen Toni und dir war Tom. Ja. Okay. Party. Da noch was davon Burger, war? Alter. Burger. Apropos Burger, genau. Wir waren bei Baseball und Burger. Ringsburg. Beim Baseballfeld in Ringsburg. Bei die, ja, wie Legionäre. Heißt die? Legionäre. Genau. Da hatten wir gleich wieder an das Römische Reich denken Die Regensburger müssen. Legionäre. Ruhm ja, für Rom. Genau. War aber, Ruhm für, war ja, aber die zweite Mannschaft, weshalb keinen Eintritt gekostet hat und auch sehr und auch leer niemand war. Niemand da war. Aber es war heiß, wir hatten 30 Grad. Ja, wer geht ja, da hin? Und, ja, und die Leute, ja, es, und die arme Leute haben da auf dem Feld, wo ja Kaschatten ist und nichts, die haben da Sport gemacht, ey, wie. Sport gemacht und wir ja, sind da gesessen, haben gefressen und gesoffen und haben zugeschaut, weil da ist ein sehr geiles Restaurant, allerdings. So eine Art Beach-Restaurant, war ja alles mit so Sonnenschirm und so. Ja. Und die haben richtig geile Burger und Pommes und Eis und Eisshakes Milchshake und hast nicht gesehen. Und wir haben 90 Euro an dem Tag da gelassen. Alter, wir haben 90 Euro zu zweit dort gelassen. Oh. Ja, schön, richtig schön dekadent, während das Fußvolk ja, für euch ja, Sport ja, macht. Ne? Ja, klar. Und der Tom hat sich alle Mühe gegeben, uns das Baseball zu erklären, aber tatsächlich weiß ich immer noch genauso viel wie vorher. Ja, die rennen halt irgendwie im Kreis. Ich fand's, also ich fand's halt, naja. Ich, yeah, mich jetzt nicht, ich will mich nicht weiter zu äußern. Das okay, war ein bisschen langweilig. Wird jetzt nicht mein Favorite Sportart. Nee, lieber Football. Ja. Ja. Mhm. Da kommt erst einmal Football, da kommt ganz lang gar nichts. Mhm. Dann kommt vielleicht Eishockey. Weil da geben sie das ja nur wegen auf die Goschen. Aber und, die haben sich nicht geprügelt da jetzt beim Baseball. Und dann, ja, Baseball ist da, das kommt bei mir nach Golf oder so. Ja. Also und was ja auch witzig war, die haben zwei Spiele hintereinander abgefrühstückt. Irgendwie schon, ja. Der Tom hat das erklärt, weil die Mannschaft, die eine Mannschaft ist von so weit her, dass die dann gleich zwei Und dann machen die es Hin- und Rückspiel. Dann machen die es Hin- und Rückspiel auf gleich auf einmal, weil dann müssen sie nicht nur mal hin und her fahren. Was irgendwie halt irgendwie auch total weird ist, weil du bist ja dann so total kaputt halt von einem Spiel und dann machst du noch ein Spiel. Ja, aber der Tom hat ja auch erklärt, dass da viele Spiele auch ausgetauscht werden und dann beim zweiten Spiel nicht mehr spielen dürfen. Aha. Ne? Also von daher ist es jetzt nicht ganz so, dass da die kompletten Mannschaften immer die gleichen spielen. Haben dann so, ich habe sogar aufgepasst ein bisschen. Alle einmal gewonnen, haben einer zweimal gewonnen. Was war das ausgeglichen? Alter, was willst du gerade wissen? Wer gewonnen? Ich, keine Ahnung. Ich kann dir nicht sagen, wer da was gewonnen das hat oder welche Spiel Punkte. Das haben wir auch nicht vor uns angeschaut. Das sind wir mittendrin dann gegangen. Wir sind dann irgendwann gegangen, ja, weil das war dann auch schon halber Fünfer oder was. Ja, ne? Das war schon spät. Ja, und wir haben eh nichts. Ey, keine Ahnung, wer da irgendwelche Punkte gemacht hat. Ja, ja. Keine Ahnung, wie man da überhaupt Punkte macht. Essen war geil. Ja, Essen war geil. Und schöne Gespräche haben wir gehabt, das war super. Genau. Ja, genau. Männergespräche. Okay. Ja, ach ja, und genau, apropos Männergespräche, der Tom und die Kira haben jetzt auch einen Podcast. Ja. Der heißt Kiki and the Cap. Das werde ich euch auch mal verlinken. Ist nämlich auch ganz interessant. Ja, da geht es um bayerisches Brauchtum. Quatsch. Wie man Bier trinkt und Leberkäse isst. Nein, geht's nicht. Es geht so ein bisschen um, also weil der Tom ist ja so ein Durchtrainierter, so ein Pumper. So. Der ist ja sehr muskulös. Also der macht immer den Captain America und er hat keinen Muskelsuit an. Das ist alles echt halt. Mhm. Genau. Und deshalb macht er auf Instagram auch manchmal so Fitness-Tipps und wird immer von Leuten halt ganz viel gedisst. Gefragt. Ach so. Nee. Der wird immer viel gefragt zu Fitness und Ernährung und blablabla. Und dann macht er halt immer so Stories. Und dann hat er gedacht, er packt das jetzt mal halt einen Podcast. Also genau. Das gibt's im Podcast, aber nicht nur das. Sondern ein das wichtiges Anliegen von ihm ist auch Männergesundheit. Also mentale Gesundheit von Männern. Weil ja, Männer heutzutage schon unter so einem Druck irgendwie stehen. Auch so ein bisschen. Ne? Und man halt so als Mann, haben wir jetzt auch festgestellt, nicht unbedingt jemand hat, mit dem man Deep Talk machen kann. Schaut. Ja, der Willi, ne, der Willi ist so ein emanzipierter Mann. Ach so. Aber so andere Männer, die so mit so toxischen Männlichkeits-Alpha-Männchen irgendwie abhängen, die haben dann oft auch niemand zum Reden.
Weil man sagt ja einem anderen Mann nicht, was einen wirklich bewegt, sondern man muss ja da den Coolen geben. Ist ja eine interessante Frage. Willi, hast du jemanden, mit dem du jetzt so wirklich brotastisch... Also einen männlichen männlich bist, Freund. Mit dem du über Dinge redest, wie Hodenkrebs, Prostata-Untersuchung, irgendwie die Frau hat mich verlassen, irgendwie, weißt du, irgendwie so Sexleben. Dieses... Sexleben. Ja, dieses Zeug, weißt du? Hast du jemanden? Nee. Ich auch nicht, siehst du? Warum? Also ich habe letztes Mal, weil ich ja dann die 30 irgendwann geknackt habe, habe ich tatsächlich gesagt, hey Leute, apropos, ich war jetzt mit meiner Ma zum Beispiel, auch weil sie irgendwas hatte, war ich jetzt mal beim Dr. Kunder wegen allgemeiner Krebsvorsorge einfach mal gucken und durchchecken lassen und okay, that's it so, aber das war's halt dann auch. Also ich habe jetzt weder über Sexleben noch Hodenkrebs oder sonstiges quatschen müssen oder ein Buddy dafür. Also ja, da gibt's dann müssen oder ja, aber das ist warum ist das? Es ist ja schon eine Vertrauensbasis halt, ne? Man muss ja eine gewisse Vertrauensbasis zueinander haben, damit man sich so öffnen kann, ne? Aber ich hätte jetzt auch keinen tatsächlich, weil ich jetzt mit niemandem so dick bin, dass ich jetzt sagen würde, du, Alter, ich beim Pinkeln tut's mir weh oder so. Keine Ahnung. Das sind so Sachen, die frisst man als Mann so in sich rein, oder? Kann das sein? Ich glaube, das genau solche Themen, das kann voll und ganz sein, dass man das halt dann, wenn es hochkommt, dann sehe ich das halt, keine Ahnung, meiner Ma oder hey, wir machen mal einen Termin aus oder so. Aber das würde ich jetzt nicht zwingend meinen Buddies erzählen. Andere Themen, die natürlich auch sehr tiefgründig sind und emotional sind, wie jetzt beispielsweise, hey, wir sind alle keine Fans von diesem klassischen, wie geht's dir? Ja, mir passt schon. Bei dir, okay, dieser Smalltalk-Scheiße, wir sind alle keine Fans, dass wir einfach mal wirklich reden, was los ist, wie es einem geht, was man für Probleme hat, wie es innerlich ausschaut. Da habe ich genügend Buddies, aber für sowas zum Beispiel tatsächlich nicht. Also es ist schon nochmal ein Unterschied, gell? Das ist also ja, voll. Voll und ganz. Über Sexleben spricht man jetzt mit wem eigentlich so? Ja. Ja, genau, siehst du? Und Frauen machen das ja ständig mit ihren Freunden. Ist es so? Ja, vor allem ich verstehe halt auch den Nährwert dann. Ich verstehe halt auch dann den Nährwert nicht vom Dialogpartner, wenn er jetzt weiß, okay, entweder ich mach's jeden Tag 5-mal oder ich flank die Alte bloß einmal im Jahr weg, dann keine Ahnung, was das jetzt für einen Nährwert hat für eine Diskussion. Was bringt einem diese Info? Das ist ja eher so Lockerungstalk. Das ist ja nicht gemeint. Es geht eher um Probleme beim Sex oder irgendwie Sorgen oder was ausprobieren oder keine Ahnung, Erfahrungen. Unsicherheiten. Ja, richtig. Keine Ahnung. Darum geht's ja. Wenn man jetzt in dieses, wenn man jetzt quasi die auch jetzt bezüglich den Themen da wirklich Deep Talk macht. Also jetzt nicht, ne, aber. Ja, klar, sicher. Aber der 18-Plus-Podcast. Ja, genau. Der 18-Plus-Podcast, Leute. Dann würde ich tatsächlich sagen, dass. Ja, es ist tatsächlich so, wenn man da dann ein Gesprächspartner hat, wenn es hochkommt, zwei, dann hat man schon mehr als 90% der anderen Menschen überhaupt, glaube ich, tatsächlich. Weil ich habe jetzt keinen zum Beispiel. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich mit meinem Problem hingehen sollte. Keine Ahnung. Ja. Mit Problemen der Natur bei mir ebenso. Siehst du, aber warum sind wir so? Warum ist das so? Ja, ist es aber wirklich nur ein Männerding? Ja. Echt jetzt? Ja. Ja. Okay. Tatsächlich. Ich muss nachher mal Carmen fragen. Nee, ja, mach das mal, würde mich auch interessieren, aber das ist tatsächlich, also laut Tom und sowas. Der hat da ja auch viele Umfragen gemacht. Der hat viele Umfragen gemacht. Anscheinend ist das also tatsächlich so ein Männlichkeitsding. Dass ihr niemanden zum Reden habt. Ja. Weil wir Männer reden ja nicht. Oder ihr dürft nicht die Coolness aufgeben gegenüber den anderen Männern. Ja gut, aber die geben ja dann schon stark sein. Die geben ja dann schon auf, wenn wir über das ganze andere Zeug labern. Also ja, das ist bei dir jetzt so, aber viele haben auch für so Deep Talk keine Kumpels. Die reden nur über oberflächliches Zeug und... Ach so, ja, okay. Keine Ahnung. Boah, das ist echt ein interessantes Thema, ne? Ich meine so, also ganz ehrlich... Die allermeisten Sachen erzähle ich im Flo oder wenn Flo jetzt sowas hat, erzählt er es mir und so. Ne? Ja, weil wir ja wir sind ja auch beste Freunde. Ja, klar. Liebespaar und beste Freunde. Ja. Aber es gibt halt trotzdem manchmal Sachen, wo ich als Frau mit einer anderen Frau besprechen will, weil nur die weiß, wie das ist. Ja, natürlich. Wo ich dann mit meiner Mutter bespreche oder so. Und so gibt es doch bestimmt auch bei Männern Sachen, wo du mit einem anderen Kerl besprechen willst. Also da muss man dann auch wieder differenzieren, finde ich, wenn man da jetzt zum Beispiel, wie du sagst, mal eher bespreche jetzt was mit Carmen, wenn es um das Thema geht oder mit meinem besten Kumpel, da ist es natürlich dann auch so, klar, du hast dann gewisse Themen, die du dann nur mit dem einen Partner besprichst, wie zum Beispiel... wenn es jetzt zum Beispiel um Vorlieben geht, solltest du das logischerweise eher mit deinem Partner besprechen, als wie mit dem besten Kumpel. Wenn es um irgendwelche Schmerzen geht,
dann weiß nicht, dann ist es eigentlich auch fast schon egal, ob Partner oder bester Kumpel, Hausarzt. Wenn ich es jetzt erzählen, wenn ich jetzt was hätte, dann wäre es mir da theoretisch egal, ob ich jetzt einem Kumpel das erzähle oder tatsächlich Carmen, weil also da hätte ich ja auch kein Schamgefühl oder so, irgend so ein Scheiß, wenn mir keine Ahnung beim Poppen tut mir der Arsch weh, da habe ich ja keinen Stress, das auszusprechen. Das ist ja jetzt. Man muss den Finger rausziehen, Alter. ja, ist schon klar, ist, weißt du, zum Performer-Beispiel, aber weiß nicht, also wenn ich was hätte, dann wäre wahrscheinlich ich auch ein Typ, der würde da jetzt auch ohne Probleme wahrscheinlich dann tatsächlich auch darüber reden. Aber ich habe Gott sei Dank nichts. Dann bist du also einer der wenigen zum Beispiel. Ja, klar. Weil ich bin bei der Netzschad, weil, sorry, egal ob Mann oder das Frau oder. Das hat nichts mit Schade zu tun, das ist was Erziehungstechnisches, glaube ich. Ja. Das ist was, dieses Typische, der Indianer kennt keinen Schmerz und dieses Onis. Stell dich mal nicht so an. Genau, stell dich nicht so an und Emotionen unterdrücken, bla bla, weil das hatten wir dann bei dem Gespräch nämlich auch, weil komischerweise, das Beispiel hat der Tom ja auch gebracht gehabt, wenn man nicht mehr weiß, wohin mit seinen Emotionen und lässt dann in Gewalt aus, dann ist das komischerweise auch von der Gesellschaft akzeptiert. Es sind halt Jungs. Jungs sind halt so. Genau, Jungs sind so. Ja, ja. Das ist so, das ist auch so ein Spruch. Männer sind halt so. Ja. Und also über sowas sprechen die. Wow, jetzt haben wir selber drüber gesprochen. Aber über sowas sprechen die und das finde ich auch sehr interessant. Und da könnt ihr echt mal reinhören. Ja, ich pack's euch in die Shownotes. Kiki and the Cap. Grüße gehen raus. Ja. Kiki and the Cap, jawohl. Genau. Und auch so ein bisschen ein paar Nerd-Themen sind auch noch dabei, weil es sind ja auch Cosplayer und Gamer und so Zeug. Sehr gut. Jawohl. Apropos Cosplay und Gamer. Apropos Cosplay und Gamer. Boah, wir haben wieder viel zu erzählen. Das hat sich was angestaut. Das war dann das Wochenende danach. Waren wir auf der Anotopia mit Chili. Bad Mergentheim. Richtig. Sehr schöne Anlage. Wir waren dieses Mal ein bisschen später. Wir waren erst um 1 dort. Eigentlich wollten wir noch später gehen. Ja. Wie lange seid ihr gefahren? Weil wir diesmal die Dunkelheit erleben wollten. Ja. Weil da immer schön Lichtshow und sowas ist. Schildi ist gefahren, weil die hat ein neues Auto und das haben wir dann gleich eingeweiht. Ja, die hat einen fetten Passat, Mann, den schwarzen Blitz. ist ein tolles Auto, schönes Auto und die ist gefahren. Wir haben nur eine Stunde, glaube ich, gebraucht. Stunde, ein paar Minuten oder so haben wir gebraucht. Und ja, Anotopia hat sich echt gelohnt. Es war wieder wunderschön. Ja. Viele Leute. Wie immer. Es waren größer, ja, es waren mehr Stände dieses Mal da, also auf der Drachenwiese, da war ein bisschen mehr los. Ja, ein bisschen, aber es war jetzt nicht so... Aber es war jetzt nicht so utopisch mehr. Nee. Also die Anotopia, muss man erklären, ist keine klassische Con. Es ist eher so wie die Elfia, wenn man die kennt. Es ist eigentlich eher so eine Art Mittelaltermarkt mit viel Fantasy. Es ist ein Fantasy-Markt mit Open Genre, sage ich mal, weil du siehst da einfach alles. Vom Piraten über Cowboy, Wasteland, Kleopatra, Römer natürlich wichtig. Ja, Feuershow ist alles mit dabei. Ja. Genau. Tribal Fusion auch, oder? Für die Kinder gibt es viel. Warhammer-Typen waren da, genau. Also, das alles einfach. Das alles. Du kannst einfach als irgendwas hingehen, was du brauchst. Und halt so kleine Marktstände natürlich, wie man halt kennt, auf jeden Mittelaltermarkt mit Schmuck und so. Und der Salami-Dealer war. Alter, der Salami-Dealer. Der Salami-Dealer. Und wir haben uns was haben wir uns gekauft? Erzähl mal vom Salami-Dealer. Erstmal sind wir da vorbeigelaufen, habe ich so, und der Dings hat schon mal hier der Salami-Dealer, das ist ja lustig. Mhm. Und dann hat der Dings erwischt, habe ich gesagt, ja, schau halt hin, der ist überall Salami, der hat also Dutzende Salami und Schinken dann gehabt. Da sind wir schon noch eine Weile drum rumgeschlichen, ne? Ja, genau. Und dann sind wir irgendwann hin und haben dann die Zwiebelsalami probiert und haben dann auch eine mitgenommen. Oh, und die ist eigentlich, glaube ich, Schokolade, oder? Die ist Schokolade, ja. Ja, die ist schon weg. Also die war super. Alle Salami-Arten, die du vorkennst. Ja, mit Feige oder Nuss oder Zwiebel, Knoblauch. Und Zwiebel war einfach die geilste. Was ja, die war echt super. Und die Klassik war auch sehr gut. Möchte ich. Ja, der Salami-Dealer. Und die Schildi hat jetzt festgestellt, dass man beim Salami-Dealer... Für 50 Euro... eine Kiste bestellen kann, wo dann eine Salami nur einen Euro oder so kostet. Richtig. Also hast du dann 50 Salamis drin. Ja. Einfach. What? Für 50. Ja, genau. Mann. 50 Salamis, Alter. Und wir haben gesagt, wir bestellen die uns mal zusammen und teilen uns die. Genau, die teilen wir uns. Ja, genau. Ja, aber wie groß sind die Salamis? Salami. So eine Salami für einen Euro, was ist das für eine Qualität? Das sind so kleine, wie so eine Wiener. Das sind keine 20 Zentimeter. Nee, das sind keine 20 Zentimeter. Leben, kleiner Peter. Nee, die haben so wie so Wienerle eigentlich. So die, oder ein bisschen größer. Wie ein Wienerle. Ja, so die aber größer. Das passt schon auch von der Stärken her. Also super, super Sache für junge Leute. Ja, da kann man mal eine Salami in den Hausflur werfen. Ja. Ja, geil, ich möchte auch eine.
Genau. Sehr gut. Nee, und die Anatopia war halt dann, wir wollten dieses Mal länger bleiben, weil wir letztes Mal relativ früh gegangen sind und dann haben wir danach gesehen, dass da voll die geilen Sachen irgendwie noch waren. Ja, Lichtshow und so. Hatten die so chinesische Drachen, weißt du schon, wie man so, wo man auch so Stäben oben herträgt, wo dann mehrere Leute tragen. Ihre, so. Ja, genau. Und die waren dann beleuchtet, hatten sie zwei Stück und haben sie da so eine Parade gemacht mit so einer Samba-Gruppe, die noch rausgetrommelt hat und so Leuten, die dann halt mit so Lichtflügeln rumgelaufen sind und überall war halt alles beleuchtet und Feuer und so und es war schon cool. Dann, war schon geil. Du hast gefehlt halt. Ja. Du hättest schon gescheit gut reinpasst. Ja. Wahrscheinlich, ich wäre dann rumgesprungen wie eine kleine, super sexy Zauberfee und hätte meinen Spaß gehabt, aber... Ja, wahrscheinlich, genau. Ja, und die, es haben dann halt immer Bands gespielt auf der Bühne, war für jeden was dabei, sage ich mal. Die eine Band war super cool, die waren, das war so eine Art, was war das, so Country, na, die mit dem... Dark Rock. Dark Country. Also die hatten so einen Kontrabass auch dabei, so Blues, Rock, Country-mäßig. Bluegrass? Keine Ahnung. Nee, Bluegrass nicht. Okay. Naja, die waren ganz cool und dann war die andere Band, aber die hätte dem Willi wahrscheinlich gefallen. Ja. Weil du bist ja auch so, hier so ein Cyber. Das war so Dark Gothic Wave Zeug. Ja, ja. Mit also Hardbass in your ass und so. Ja, genau, mit Hardbass in your ass. Die waren irgendwie so, so kraftwerkmäßig, so ein bisschen so, kamen mir die vor. Habe ich Bock. Irgendwas, wie hießen die? Alien irgendwas? Irgendwas mit Alien oder so. Keine Ahnung. Oh, ja, Herr Bubi. Oh je. Sehr nice. Der kleine Katzer kommt. Da hätte ich auch Bock gehabt. Also weil das auch anspricht, ich habe seit langem tatsächlich mal wieder Bock auf Industrial, also Bock auf Cyber wegzugehen, weil klar, Rock und Metal und Co. und Blues und Hip-Hop und Rap und Reggae und Artstyle, alles in Ehren, aber ab und zu hat man mal wieder Bock auf dunklen, harten Bass. Ist schon geil. Ja, das war dann abends, nachts bei den Wastelandern war es dann auch so, dass da ein DJ war, der hat da auch aufgelegt. Hat aufgelegt, halt. Geil. Ja. Nice. Da hat's gescheppert in der Kiste. Geiler Scheiß. Hallo, ey. Gescheppert hat's da, Willi. Gescheppert. Ja, nicer Scheiß. Anotopia. Ja, die wird aber auch jedes Jahr gefühlt schon größer, oder? Ja. Auch? Ja, ein bisschen, ja. Nee. Und die gibt's ja immer 3 oder 4 Mal im Jahr an verschiedenen Standorten. Mhm. Also die gibt's nicht nur einmal, die ist schon über ganz Deutschland verteilt. Ach so. Ja. Mhm. Aha. Ist da dann auch eine in meiner Nähe mal? Na, da ist Bad Mergentheim, glaube ich, die nächste. Die anderen sind so in NRW und noch eine ganz weit. Ja, bei dir ist nichts, da ist du. Okay, also wenn dann bei denen jetzt zu euch dann... Ja, genau, Bad Mergentheim. Okay. Das ist auch eine super schöne Anlage, weil das ist das Residenzschloss Bad Mergentheim. Vom Deutschen Orden. Vom Deutschorden, ja. Geil. Das ist ein super schönes Parkgelände und so, ist ganz toll. Fluss geht durch und sowas, also schon sehr schön. Und jetzt so von der Architektur, das Schloss schaut geil aus, oder? Das ist ja, mega. Deutschorden, die haben sie nicht lumpen lassen. Ja. Wir haben auch diesmal erst erfahren, dass man da gerade ist, die Ausstellung. Da hätte es eine Ausstellung gegeben, aber richtig. Dann waren wir zu spät, dann wollten wir rein und die hatten nur bis 17 Uhr offen und da war schon nachsitzen. Richtig. Okay. Und da war sogar auch eine Lego-Ausstellung. Playmobil. Ja, Playmobil. Fast das gleiche. Ach ja, das ist geil. Ja, aber das ist halt schon geil, so eine Kombo, ne? So ein bisschen aus allem und dann auch noch mit Museum gleich. Hat schon Flair, wenn man da ein bisschen früher dran ist, kann man den Tag auf jeden Fall geil nutzen. Richtig. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja. Mega. Ja, aber man muss viel Geld mitnehmen, weil Essen und Trinken ist teuer. Oder man packt sich den Rucksack selber mit. Alter Schwede, an 0,5er Cola hat 8 Euro kostet, ne? Na, 5. Also, ja, aber 3 Euro Pfand. Ja, gut, aber das Pfand kriegst du ja aber 0,5er Cola, 5 Euro. Ja. Alter. Und ich hab zwei Cola Light geholt und dann sagt sie zu mir 17 Euro. Genau. 2 Cola Light geholt, 17 Euro. Aber das waren 0,5er, Entschuldigung. Ja, 0,5er. Doch, ja, habe ich ja gesagt, 0,5er. Ja, ja. Hast du 17 gesagt. Euro. Ja, aber also 5,50 Euro für 0,5er Davon Cola. Waren 6 Euro Pfand, genau. Ja, genau. Also, 5,50 halber Liter Cola, da kaufe ich einen Kasten drum, Alter. Ja, und da war es sehr warm an dem Tag. Ja. Also preislich waren die schon ganz schön übel aufgestellt. Das muss man leider sagen. Also preislich nicht schön. Nee, das sollte man sich auf jeden Fall selber Verpflegung mitnehmen. Weil das wird auch, also ich hatte Wasserflasche mit drin, der hat die auch gesehen im Rucksack und hat nichts gesagt. Also das ist schon scheint okay, wenn man sich Wasser mitnimmt. Ja, wird schon gut sein, weil ich meine, also ganz ehrlich, aber vor allem wenn es warm ist, dass man da dann trotzdem das Wasser mitnehmen kann. Ich meine, klar, jetzt mit einer Glasflasche und Bier oder so, klar, aber ganz normal Wasser sollte immer funktionieren. Also
Ja. Das ist ja. Aber Essensportion muss ich jetzt auch dazu sagen, weil ich jetzt heute gerade noch gesehen habe bei Miss Pansky, die hat sich auf der Gamescom hier Pommes geholt, das war ja wohl ein Witz für 5 Euro. Mhm. Da muss man schon sagen, auf der Anotopia, die Menge, die man fürs Geld bekommen hat, war schon okay. Jetzt bei den Getränken nicht wirklich, ja. Aber beim Essen war okay. Okay. Ja. Nein, also nice. Da hast du fürs Geld schon Essen auch bekommen, so ist es nicht. Aber die Getränke waren scheißteuer, ey. Mhm. Okay. Ja, klasse. Ja. Ja. Ja, apropos Gamescom, das kommen wir ein bisschen runter. Ja. Im Moment ist ja, also ich mache mein Instagram-Feed auf und ich sehe nur Gamescom. Ist es bei dir auch so gerade? Ja, es ist tatsächlich so. Jeder Gamescom hier alle. Live aus Gamescom, bla bla bla, ja. Gamescom. Ist Livestream Gamescom. Aber und ich bin so neidisch auf die Leute, die, hast du gesehen, was Blizzard gemacht hat? Dieses VR. Ah, ja, ja. Dieses VR, Dalaran, Flucht aus Dalaran. Ja, ja. Wo du dich auf diesen Stuhl setzt und dann bläst dich so ein Ventilator an ins Gesicht und du hast die VR-Brille auf und fließt auf einem Drachen aus Dalaran. Alter, wie geil ist es. Ja, ich hab's nicht gesehen, aber mir hat's jemand erzählt. Das bin ich ein bisschen neidisch, dass ich das leider nicht erlebe. Mhm. Ja. Aber alle Bilder, die ich so sehe von der Gamescom, alles voll, 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 ja, voll. Ja, also ich beiß mir da ein bisschen in den Arsch. Ich war ja letztes Jahr auf der Gamescom. Und der Diablo-Stand oder der Blizzard-Stand hat da eigentlich ziemlich hardcore in den Popo enttäuscht. Und jetzt bringen die dieses Jahr so einen geilen Scheiß. Da habe ich mir auch gedacht, na toll. Danke fürs Gespräch. Hätte der Junggesellenabschied nicht ein Jahr später sein können, aber gut. Ah, schade. Ja. Naja. Ja, ja. Aber gut, an und für sich bin ich. Es ist zwar schön, dass da jeder ist und so, aber ich würde wahrscheinlich Tränen und Rotz und Wasser heulen, wenn ich die ganzen Fotos und Bilder und Videos von zum Beispiel das Comic-Con Stuttgart dieses Jahr sehen würde, als wir von der Gamescom, weil wie gesagt, ich war ja schon mal da und so verzaubert hat mich das Ganze gar nicht. Das ist noch 10.000 Mal schlimmer als die Gomi. Du warst letztes Jahr auf der Gamescom? Nein, so ging es mir letztes Jahr. Da habe ich die ganzen Bilder gesehen und dachte mir so, wow, krass und so von den ganzen Cosplayern. Dachte so, wow, cool, da haben sie ja richtig was Gas gegeben und so. Und dann habe ich aber auf YouTube, hat jemand so einen Rundgang durch das Cosplay-Village. Und es war echt total klein und total unspektakulär. Also für Cosplayer ist das da absoluter Rotz, bin ich ehrlich. Also fand ich jetzt den Zauber gar nicht toll. Dann dieses Ganze, ich stelle mich 3 Stunden lang irgendwo an, um 3 Minuten ein Spiel zu spielen, finde ich bescheuert. Das einzige Coole ist, dass halt die ganzen Publisher da sind und ihre coolen, ja fast schon Bühnenbildner-Sachen da aufbauen und so. Aber dafür, was ist da dann sonst? Was machst du da sonst? Keine Ahnung. Ich find's, das ist ja das... Nee. Und ich habe auch keine Lust, mich da, wo ich jetzt gerade gesagt habe, wenn ich die Bilder sehe, wo da Menschenmassen an Schlange stehen, ich habe ja keine Lust, damit ich da mal für eine Minute VR Flucht aus Dalaran zocken kann, 8 Stunden zu stehen halt. Ja. Das ist mir meine Zeit zu schaden. Und in die Tüte zu pinkeln. Ja, nee, echt nicht. Nee, weiß nicht. Und wie gesagt, auch dieser Cosplay-Bereich, den fand ich auch so... Der war so wirklich so hiegrotz, da hatte wirklich die Retro-Area mit den ganzen alten Konsolen, hatte da irgendwie mehr Ausschmückung, mehr Liebe bekommen. Mhm. Dann auch den Contest an sich, den habe ich mir angeschaut, der war halt auch, ja, weiß nicht, der war nicht, dafür, es ist ein fucking Cosplay-Contest von der Gamescom und nicht von, keine Ahnung, Hanon Springkorn Augsburg in Hintertupfingen, sondern es ist die fucking Gamescom und dann, weiß nicht. Nee, also die besten Cosplay-Contests, die ich jetzt bis dato tatsächlich gesehen habe, war von der Comic-Con Stuttgart und von der Dokomi. Alle anderen waren... Ja, ich bin gespannt. Nee. Weil der Inquisitor macht ja mit beim Contest. Mhm. Also ich bin gespannt, was da geht. Mhm. Ah, jetzt auf der Gamescom, der Inquisitor. Der ist auf der Gamescom. Okay, nice. Ja. Von daher... Naja. Ist bestimmt auch eine geile Erfahrung. Ja, ich war 2004... glaube ich, erst wann kam WoW raus? 2005 kam WoW raus. Vier. Ja, und da war ich zum ersten und zum letzten Mal auf der Gamescom, weil das war damals schon zu voll, also für mich. Und auch dieses, warum soll ich mich irgendwie anstellen oder so. Mhm. Aber ich glaube, ich verwechsel jetzt gerade was, aber die Gamescom war schon immer in Köln, oder? Ja. Okay, na dann passt schon alles klar. Ich kann dir nicht sagen, wenn ich das letzte Mal auf der Gamescom war, das muss aber auch 2005 oder 2006 gewesen sein. Einmal. Mhm. Und das weiß ich noch, da sind wir auch wegen dem WoW, wegen Blizzard halt hin und da gab es einen Live-Molten-Call-Raid und so einen Schwarm halt. Mhm. Ach geil. Ja, klar. Alles gut. Blizzard, weil wir gerade dabei sind, die Geisten, das ist ein Traum. Schön und gut, Gamescom und so, bla bla bla, aber die Geisten Cosplay Contest und die Geisten Con ist natürlich die BlizzCon in fucking Amerika. Das wäre ein Traum, aber gut, darüber müssen wir nicht reden.
Das wäre für mich auch mal ein Traum. Das wäre für mich auch mal ein Traum, ja. Das kommt. Müssten wir eigentlich so unseren 20-jährigen Hochzeitstag, müssten wir dann dahin fliegen. Anaheim auf der BlizzCon. Weil das war ja unser erstes Date eigentlich, dass wir zusammen die BlizzCon haben. Welche BlizzCon war das vor? Naja, welches Addon kam da raus? 2010. 2010 war dann Cataclysm, weil 2008 war WOTLK. Ja, das kann sein, ja. Ja, dann war es Cataclysm, genau. Ja. Ja. Krass. Da haben wir zusammen ganz romantisch die BlizzCon geguckt. Das war gar nicht romantisch. Du saß auf der Couch, weil ich hatte so eine Mini-Couch und ich auf irgendeinem Sessel daneben. Ja, genau. Und irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, du, es soll jetzt kein Annäherungsversuch sein, aber es setzt mich jetzt auf die Couch, weil ich kann hier nicht mehr sitzen. Genau. Und dann saßen wir aber auch so nebeneinander, war ich so, ja, so Hauptsache nicht anfassen. So. Das ist so ganz weird irgendwie. Aber lustig. Ja. Wir waren schon lustig früher. Ja. Jo. Naja. Ja, klasse, ich hab nix. Aber das ist echt tatsächlich so ein Traum, Leute. Ja. Also einmal diese Reise nach Japan, okay, dann dieses nach Neuseeland rüber auch und dann, ja, BlizzCon. Mit meinem T8,5 Hexenmeister auf der BlizzCon-Stage, das wäre ein absoluter Traum. Oh ja, absolut. Boah, leck mich am Arsch. Boah, das Coole ist, ich habe den halt auch noch nie gesehen. Ich habe den live nie gesehen. Okay. Den habe ich jetzt einmal gesehen. Nee, den schlecht, ach so. Den Hexenmeister. Ach so. Also noch sind meine Chancen gut, aber naja. Fehlt nur noch der Lottogewinn. Schon der Lottogewinn. Erste, was du machst, ja, erstmal BlizzCon-Ticket. Klammern. Ja. BlizzCon-Ticket, Hotel, Flug. Ja, aber wenn es wirklich eine Million ist, dann würde ich schon sehr viele, dann würde ich einen Mannschaftsbus kapern und ihr zwei hättet dann safe auch einen Platz drin. Du, ich rede vom Lottogewinn, da sind wir im zweistelligen Millionenbereich. Naja, ja, es war ja von... Aber das ist auch so ein Ding, wo ich auch sagen würde, also wenn ich die Chance hätte und jetzt zum Beispiel, also Euro-Lotto-Jackpot ist gerade 57 Millionen, da würde ich auch sagen, weißt du was, ich nehme die besten Leute, nehme ich mit und ich zahle euch Flug und Hotel. Scheiß auf, fuck off hier. Ja. 50.000 Euro, bam, raus damit. Ja. Genau. Und dann gehen wir noch ins Disneyland. Und dann gehen wir noch ins Disneyland Orlando. Oh, geil. Genau. Sehr nice. Aber im Cosplay dann. Geil. Ja, es war ja mein, also ich habe ja bei der PC Games gearbeitet und bei BAFT, ja, die mussten immer zur BlizzCon. Ja, furchtbar. Ne? Einmal im Jahr, Man musste dorthin. Die mussten dahin, ja. Da war das schon gar nichts Besonderes. Aber für die war es halt auch Arbeit. Ja, für die war es Arbeit, ja. Das ist es, ne? Aber die haben uns dann immer Shirts mitgebracht und das so, ist ne? richtig, ja. Deswegen habe ich ganz viele BlizzCon-Shirts von Anaheim, die es damals, wo es gab, noch nicht online zu kaufen gab halt. Ja, das haben dann meine Kollegen immer mitgebracht. Ja, das war sehr cool. Ja. Und wir haben am Anfang, weißt du noch, haben wir auch immer dann so Stream-Viewings gemacht und so in der Redaktion. Ja. Haben wir uns doch, war immer bis zum Abend im Keller unten, haben wir uns, oh, das waren noch Zeiten, ey. Ja, richtig. Haben wir uns im Keller unten alle zusammengeguckt mit der ganzen Redaktion und haben die BlizzCon geschaut. Weiß ich noch, Mist of Pandaria auch. Ja, da gibt es noch Fotos davon, wie wir jubeln oder uns einen Kopf fassen, weil sie irgendwelche doofen Ankündigungen gemacht haben und so. Nice. Meine Güte. Ja. Oh, das war noch Zeit. Das ist alles ein ganz anderes Leben. Ja, voll. Fühlt sich an wie 200 Jahre. Schon, ja. Richtig krass. Ja, aber das ist krass, wo das halt der Wind ist, dass halt manche da wirklich arbeiten müssen und dann so Sachen sagen wie, was für uns jetzt der absolute Obertraum wäre, ist halt dann für die anderen so, ja, schon wieder. Ne? Es ist halt krass. Wieder rüberfliegen, wieder Jetlag, wieder hier zig Heute wieder BlizzCon, gar keinen Bock. Wieder Interviews führen, Berichte schreiben, weil du musst ja direkt von der BlizzCon auch berichten halt. Es muss ja an dem Tag auch noch da sein. Ja. Also das ist schon Stress halt. Ja. Ne? Boah, ja, schon. Das ist dann, nee. Mhm. Ja. Naja, aber die haben es dann aber auch immer mit Urlaub verbunden und waren dann noch ein paar Tage dort und so. Ja. Also, so die Spesenabrechnung kommen dann immer so spät. Ja. Nee, was wollte ich noch sagen? Weiß ich nicht. Ach so, dass vor ein paar Jahren, war das 20 oder 21 oder so, oder vor Corona, da hat doch Blizzard auf der Gamescom, gab es keine BlizzCon, sondern die haben ihre Ankündigungen auf der Gamescom gemacht. Das ist aber schon lange her. Das war vor Corona, glaube ich, noch oder so. Das kann sein. Und da haben die auch einen Cosplay-Wettbewerb auf der Gamescom gemacht. Und wenn du da gewonnen hast, bist du eingeladen worden auf die BlizzCon. Ja. Auf den Contest. Dann durftest du auf den BlizzCon-Contest fliegen. Richtig. Ja, und da ist doch die Anonshi, also ich kenne die von Instagram, die hatte den Schamanen-Set gemacht und die hat gewonnen und die ist dann halt... Die ist dann darüber, die wurde eingeladen, genau, Flug und so, alles. Flughotel, alles bezahlt halt.
Das Bam, schon Alter. Gell? Oh, leck mich am Arsch. Ja. Geiler Scheiß. Bam, Alter. Ich habe nur 2020 bei dem Online-Contest mitgemacht. Mit dem Bubi. Mit dem Bubi, weil da durfte man Haustiere anmelden. Ja. Und da habe ich doch die kleine Katzenrüstung für ihn gemacht und dann ist er gezeigt worden. Also das, für die Tiere war es kein Contest, es war nur ein Showcase halt, aber er wurde dann gezeigt halt. Ja. Sehr geil. Ja, das war voll cool. Das war schon sehr cool. Ja, stark. Naja. Ja, da schwelgen wir in den Träumen jetzt, ne? Mal schauen. Ja, ohne Scheiß. Naja. Aber ich entnehme so ein bisschen der Unterhaltung jetzt, dass egal, ob jetzt unsere Partei zuerst im Lotto gewinnt oder eure Partei zuerst im Lotto gewinnt, dass man sich dabei gegenseitig, glaube ich, definitiv mitnimmt. Ja, genau. Ja. Oh, und ich würde dann auch mal die große Foamlord-Party schmeißen. Ja. Das habe ich schon so lange im Kopf, das würde ich so gern machen. Einfach so eine, also nicht mal eine Con, sondern einfach eine Party, wo nur auch Leute kommen, die wir einladen. Mhm. Und dann einfach so das Foamlord Sommerfest. Die mindestens schon einmal bei euch bestellt haben und dann. Da wird es aber viele. Wo man einfach zusammen hocken. Man muss nicht im Cosplay kommen, aber man könnte vielleicht so eine kleine Bühne machen, wo man dann Show machen kann, wer will oder so. Irgendwie sowas hätte ich im Kopf. Das fände ich geil. Nice. Mit allen, die wir mega gern haben. Voll geil. Foamland. Ich sehe es schon. Ja. Erst jetzt das Foamlord mit Twitch, jetzt mit der FoamCon. Wir haben heute geile Ideen. Wir schwelgen heute in einer anderen Welt. Finde ich gut. Absolut. Ja. Finde ich gut. Ja. Oh, krass. Ja. Das war's von uns soweit. Machen wir durch oder machen wir eine Pause? Machen wir keine Pause. Nee, ich auch nicht. Wir haben auch nicht so viel auf der Pfanne. Ich wollte gerade sagen, weil Acapulco haben wir, also wir würden jetzt dann zu gesehen kommen. Ja. Genau, was wir gesehen haben. Ja, das Einzige, was halt bei mir noch war oder los war, was ich halt erzählen kann, so ein bisschen. Ja, bitte. War in dem Sinne auch, wenn man es in den Streams nicht eh schon weiß oder durch das Gelaber oder durch das Geposte von mir ist, es eh schon ahnen kann, dass ich halt jetzt das Nazgul-Diorama tatsächlich fertig geballert habe. Und das Coole ist jetzt, dass ich in dem Sinne, weil es ist ja, es habe ich ja letzten Stream schon erklärt, wenn ich jetzt während dem Stream 2 Stunden für einen Baum brauche, dann weiß ich, off-camera brauche ich dafür 30 Minuten. Nee. Wenn ich halt dann so jetzt wie zum Beispiel letztes Mal, vorletztes Mal mit der Nadine, wo es dann reibungsloser lief, weil man ein bisschen Bob Ross-Feeling hatte, letztes Mal, wo Flo dabei war und wir eine SpongeBob-Party gemacht haben, ich dann gemerkt habe, okay, da bin ich jetzt eher mit euch am Interagieren, als eigentlich die scheiß Kunst zu machen, deswegen ich live gehe. Warum nur? Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt prima Daumen den Auftrag jetzt wieder in 5 Tagen fertig gerockt hätte. So habe ich halt klar zwei Wochen oder so gedauert. Und ich halt jetzt mittlerweile wirklich sagen kann, dass vom Zeitaufwand und dann für das Geld, was es dann im Nachhinein dann rausgeht, bin ich einfach jetzt on top und das freut mich riesig. Und wenn ich da dann quasi sagen kann, hey, ich kann jetzt im Monat, wenn es hochkommt, auch jetzt von der Größenordnung, ja, das ist jetzt nicht nur so ein 5 cm Popelding, sondern von der Größenordnung könnte ich rein theoretisch 4 bis 5 im Monat anfertigen und es wird zeitlich sogar hinhauen, dann holler die Waldfee. Da habe ich also dann mit diesem Vollenden jetzt vom Herr-der-Ringe-Diorama gemerkt, okay, nice, ich bin jetzt auch zeittechnisch auf einem gewissen Niveau, das freut mich riesig und jetzt geht es dann eben, wie gesagt, weiter mit einem Dragon Ball Z-Auftrag, Skyrim haben wir ja letztes Mal erwähnt und World of Warcraft, es kommt ein World of Warcraft-Diorama. Damit könntest du mich auch fangen. Weil nämlich mich ein lieber Rogolan, ganz liebe Grüße gehen an dich raus, hat mich auf Twitch nämlich geradet mit einfach mal fucking 76 Leuten. Und Rogo ist quasi der Typ, was ich mit meinen Händen mache, macht er quasi mit Zocken und Bildschirm. Er zockt die ganze Zeit Warcraft. Und er ist jetzt auch das Wochenende wegen Pre-Release War Within von, ungelogen, das ganze Wochenende, von 10 bis 22 Uhr täglich online, suchtet ordentlich durch. Und ist halt so ein richtiger Aha-Spezialist. Für die Leute, die es nicht kennen, Auktionshaus, das heißt, anstatt zu leveln, macht er jetzt erstmal die richtig fette Kohle, dass wenn die ganzen Vollspackos dann ab nächster Woche, wenn die dann da reingehen in die Welt. Wenn die ihre Materialien wollen und sowas. Dann sein Cap ist irgendwie 999.900, keine Ahnung, was er da machen will. Er farmt gerade auf jeden Fall wie ein Tier. Und er hat eine ganz coole Community. Hat dann einfach mal sich vor 2 Wochen gedacht, hey, ich rate jetzt einfach mal immer gerne kleinere Streamer und vor allem im Kunstbereich. Dann klickt er halt so durch den Kunstbereich und das ist auch wieder so in diesem Kunstbereich von Twitch. Sind von 10 Streams, sind 9 davon, wie sie digitale Kunst machen.
Halt mit dem Mauspad irgendwelche geilen Game Designs machen oder Animes zeichnen und. Und dann plopp halt ich unten in der Ecke auf und man sieht halt dann diese Cosplays, man sieht die Dioramen und er so, okay, bam, er klickt mal drauf, hat er so noch nicht gesehen. Und dann kommt er rein, wir kommen ins Gespräch, ich folge ihm, er folgt mir, ich schaue da mal bei ihm vorbei, bla bla bla, und dann kommt er mit einer übelst geilen Idee, während ich vorletzte Woche im Pool war. Kommt er auf die Idee, hey Willi, ich zock's ja mit Leidenschaft gerne, du ja auch, aber du baust den ganzen Scheiß halt auch noch. Meine Community ist verrückt. Ich gebe ja immer gern Giveaways raus, wie 60 Tage Spielzeit, wie die neueste Grafikkarte, okay, was cool auch immer. Jetzt stell dir mal vor, wie cool meine Community wäre, drauf wäre, wenn ich sage, hey, ich verlose jetzt ein absolutes World of Warcraft Diorama als Unikat für meine Community. Krass. Hat er gesagt, ey, Keule, ich so, mega Digger, mach mal, hau weg die Scheiße. Und jetzt ist es so, dass ich für seine Community, er hat ein Giveaway für Weihnachten. Deadline ist irgendwann Ende November. Ich werde jetzt die nächsten Streams immer mal wieder ein bisschen an diesem World of Warcraft Diorama rumbauen, werde aber nie sagen, um was es sich handelt. Okay, cool. Das heißt, ihr müsst immer mal wieder reinschauen oder er raidet mich dann auch immer mal wieder, dass die Community weiß, hey, der Wilgrim, der baut für euch als Giveaway ein einzigartiges Diorama und ich bin gespannt, wer es als erstes richtig errät, was ich da baue. Cool. Also, aber die Grundidee fand ich halt mega nice. Ich bekomme natürlich dafür was, eine kleine Gage. Das fällt mir auch sehr gut. Übel, dann die Community freut sich, er raidet mich, dadurch kommen Follower rein, man hält zusammen und das ist halt einfach geil, weil ich schaue ihm ab und zu gerne einfach nur beim Zocken zu, er schaut mir gerne zu, während ich halt den Scheiß baue und so hat man halt eine Hand wäscht die andere und ich habe halt jetzt neben Dragon Ball und Skyrim halt auch noch ein Warcraft-Diorama und was sind das für geile Scheiß-Themen, Leute? Das ist schön, ja. Hey, also, schau mal, und das ist doch viel mehr wert als irgendeine popliche Con, die dir nicht antwortet. Richtig. Hör mir auf. Ja, ist echt so. Das ist sau cool. Ja. Das freut mich. Das ist halt tatsächlich so richtig, richtig geil. Und genau deswegen jetzt die ganze Zeit am Streamen. Vermutlich dann heute Abend sogar. Sonntag gibt es dann einen Special-Horror-Stream. Das reißt mir dann ins Arschloch. Aber hab ich Bock drauf. Und ich mache das ja nur wegen den ganzen Ziffelklatschern. Ich mache das nicht, weil ich Bock auf das Game habe. Ich mache das nicht, weil ich keinen Schiss habe. Ich mache das, weil ich dann da drin sitze und ich in diesem Gang stehe und nicht in die nächste Tür will und dann irgendein Vollzipfel SpongeBob Schwammkopf abspielt. Nur deshalb mache ich das. Und dann habe ich den Mut, geh rein, erschreck mich trotzdem, sag fuck you und jeder hat Spaß daran. Also das wird auch mal nochmal ein richtiges Chaos. Aber geil. Sehr geil. Ja. Ja, cool, Leute. Das war es auch von mir, von uns und jetzt können wir weiter zum Geguckten. Gesehen. Genau. Da haben wir was gesehen. Wir haben gar nicht so viel geschaut. Also wir haben die zweite Staffel von Acapulco auf Apple TV angeschaut. Ja. Das haben wir ja letztes Mal schon erzählt. Mhm. Einfach eine coole, nette Feelgood-Serie zum Wax-Snacken. Wax-Snacken. Kann man schön anschauen. Gute Laune. Ja. Übrigens gibt es das Hotel wirklich, haben wir gegoogelt. Wir haben es angeschaut, wir hätten fast Urlaub dort gebucht. Ah, nee, nicht wirklich. Wir sind in Mexiko halt natürlich. Und Acapulco halt. Ja, Acapulco. Und das heißt, wie heißt es in der Serie? Es wird so oft erwähnt. Los Doritos. Nein, Doritos keine bestimmt Ahnung, nicht. Es heißt, aber es heißt auf jeden Fall anders, als irgendwas es in der M. Serie heißt. Nee, mit Muerte. D, oder? Muerte. Na, Muerte nicht, nein. Irgendwas mit D, oder? Ist doch egal jetzt. Ist egal, schönes auf jeden Hotel. Fall, das gibt's ja. Und das heißt, in der Serie ist das Hotel komplett pink, wenn du es immer von außen siehst. In echt ist es natürlich pink. Weiß. Ja. Und in der zweiten Staffel sieht man es auch mal, wie es in aussieht. Echt aussieht. Ja, genau. Genau, weil dann, also das spielt ja immer, er erzählt ja immer von seiner Vergangenheit in den 80ern, glaube ich, oder so war das alles, ne? Und aber gleichzeitig ist es so ein bisschen wie How I Met Your Mother, also man sieht immer, was jetzt gerade die Gegenwart ist und dann ist er irgendwann auch in dem Hotel in der Gegenwart und da sieht man, was ist mit Willi los? Alles gut, ich habe keinen Hirnfurz, ich habe nur Acapulco jetzt kurz gegoogelt, um zu gucken, wie das dann ausschaut. Ach so. Wie heißt es denn jetzt? Hast du es gegoogelt? Nee, ich habe jetzt nur Bilder. Leute, ich bin leider. Acapulco-Serie. Ich bin leider ein informativer Vollzipfel. Ja. Wie heißt denn das Scheißhotel? Weiß ich nicht. Irgendwas mit M bilde ich mir ein. Ich glaube mit D. Okay. Acapulco-Serie. Hotel. Das heißt irgendwas mit Los oder so. Los Colinas.
Las Colinas. Las Colinas. Wir waren ja super nah dran mit irgendwas mit M und D und D. Las Colinas. Super, es wird die ganze Zeit erwähnt in der Serie. Ey, du, ja, furchtbar. Las Colinas. Liebe Leid. Und es heißt aber in echt auch, heißt ganz anders. Ja, das heißt Paradiso Mountain. Irgendwie so. Mountain Love. Fuck Buddy Mountain. Fuck Buddy Mountain heißt genau. ja, nee, war schön. War schön. Umbrella Academy Season 4 haben wir geguckt auf Netflix. Das ist die letzte abschließende Season gewesen. Hatte auch nur 6 Folgen. Eine Miniserie in der Hinsicht dann zum Schluss. Und ich bin eigentlich ganz froh, wie sie es beendet haben. Okay. Das Problem ist, Nadine, die anderen Staffeln. Ja, weil die alten, anderen Staffeln so lange her sind, dass ich nichts mehr wusste. Wirklich nichts. Du, war das so, so eine lange Pause zwischen den. Ja, 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 da ewig. War wirklich eine lange Pause. Also gefühlt war ewig. Also so mehr als 2-3 Jahre oder wie? Ja, weiß ich nicht. Also eigentlich, ganz ehrlich, wenn man jetzt die letzte Staffel gucken will, muss man die anderen nochmal rewatchen, glaube ich. Es wäre, glaube ich, sinnvoller. Mhm. Okay. Also, das, also zumindest die davor oder so. Mhm. Weil ich habe die ganzen Zusammenhänge auch nicht mehr verstanden und so. Also ja, wir hatten teilweise, wer war das jetzt und was hat der gemacht und so, ja. Kam dann am Anfang wenigstens ein Rückblick? Ja, aber der hat nicht wirklich geholfen. Ja, okay, ja, dann haben sie versagt. Dann hat der Rückblick der neue Praktikant gemacht. Der Rückblick ist über alle Staffeln gegangen, glaube ich, gell? Kann sein, ja. Aber es hat einfach nicht zu viel Information. Ja. Okay, das ist scheiße. Ja, und die ist schon geil, die Serie. Ja. Also schon kann man sich schon anschauen. Also vor allem, weil es halt eben auch um also jetzt die Abschlussstaffel ist eben tatsächlich storytechnisch ganz hart an Multiversum dran. Hat uns ja an Dark Matter erinnert auch. Eben, was wir eh erst geguckt hatten, Dark Matter, und auch an Loki oder die TVA oder solche Geschichten halt. Das passt alles sehr auch gut zusammen. Um verschiedene Zeitstränge. Aber genau. Umbrella ist ja eigentlich DC, ist nicht Marvel. Ist ja wurscht. Ja, aber geht auch um Multiversum. Aber es geht auch um Zeitstränge und solche Geschichten. Und das hat schon, storytechnisch hat es mich schon dabei gehalten. Also es war schon cool. Und also kann man sich angucken. Ist jetzt keine Abschiedsstaffel, wo ich sagen würde, okay, die hätte ich mir jetzt auch schenken lassen können, wie letzte Staffel Dexter oder sowas. Oh Gott. Darüber wollen wir nicht reden. Und auch keine, die die ganze Serie kaputt macht. Ja, genau. Also nicht sowas. Also ich fand, es war ein gebührender Abschluss. Ja. Doch. Fand ich schon gut. War gut, ja. Okay. Okay, sehr geil. Mega stark. Ja. So, dann haben wir noch Time Bandits geguckt. Auf die erste Staffel auf Apple. Ja. Und das ist eine Kinderserie, tatsächlich. Hätte man uns vielleicht vorher sagen sollen. Mit und von Taika Waititi. Time Bandits kannte ich nur als Kind, den Film. Der ist von 1979, glaube ich, oder 1980. Ja. Und den kannte ich halt, den Film, und dachte mir, okay, dann ist das daran angelehnt. Das ist auch tatsächlich gut daran angelehnt. Steht ja nach dem Film. Genau. Und waren ein paar gute Gags waren immer wieder mal drin. Es ist halt Taika Waititi-Humor. Ja. Mhm. Aber das ganze Ding ist halt sehr auf Kinder ausgelegt, weil halt die Charaktere sind sehr schwarz-weiß halt einfach. Ja, genau, so, richtig. Es gibt halt die Guten und die Bösen. Genau. Und du darfst auch eigentlich nichts hinterfragen, weil einfach ganz viel dumm ist, was niemand so machen würde. Ja. Und halt so, es ist alles so ein bisschen naiv, ne? Ja, genau. Also so, weiß ich nicht, auch. Ja. Deiner Frau wird es aber gefallen, weil es geht ganz viel um Geschichte. Ganz viel Archäologie und Geschichte. Ganz viel Buddeln und ja, also tatsächlich ist es auch pädagogisch wertvoll, weil man lernt echte geschichtliche Fakten. Es sind tatsächlich geschichtliche Fakten mit eingearbeitet und Persönlichkeiten und sowas. Also wir haben viel gegoogelt, während wir geschaut haben, ob das wirklich so war oder stimmt oder was. Weil die springen halt von Zeit zu Zeit immer durch so Portale halt. Weil Lord Sandwich war mir, also ich muss ganz ehrlich sagen, Lord Sandwich. Der Erfinder des Sandwiches. Hieß es in der Serie, dachte ich mir, das kann nicht euer Ernst sein, der hieß nicht Lord Sandwich. Lord von Sandwich, ja, doch. Er hieß tatsächlich so. Und der hat es Sandwich. Und der hat erfunden. Es halt echt erfunden. Aber man munkelt auch, dass er es nur abgeschaut hat von, was war das? Dass es halt abgeschaut hat von, was waren das wieder? Von anderen Leuten, die das so gemacht haben. Irgendwo aus Marokko oder so ähnlich, ne? Irgendwo, dass es irgendwo aus dem Fernen Osten irgendwo abgeschaut. Aber es ist halt dann ganz witzig, weil er... Ja, es ist halt alles, es ist so total überzeichnete Charaktere, weißt du? So. Es ist eigentlich fast eher wie ein Zeichentrickfilm, aber in echt so. Also, geil. So,
Es ist, du merkst, dass es für Kinder gemacht genau. ist. Einfach. Okay. Es ist eine Kinderserie. Aber es hat, also, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja. Es hatte teilweise echt geile Gags drin halt. Richtig. Und so. Und es ist halt nie was dabei, wo ich sagen könnte, das wäre jetzt nichts fürs Kind. Es waren ein paar Gruselelemente dabei. Also gerade das Böse halt, das wirklich Böse, ist halt schon gruselig für Kinder. Ich sage jetzt mal, also in meinem Alter, wie ich das gesehen hatte, ich war ja 6 oder so oder 7, fand ich das auch gruselig, weil wenn du mal da so einen Totenschädel siehst und sowas, dann ist das Kind natürlich gruselig. Aber der hatte geile Kostüme. Mhm. Aber ja, natürlich hat er geile Kostüme gehabt. Aber es ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, das ist jetzt nichts für Kinder oder sowas, sondern du hast schon gemerkt, es ist schon für Kinder gemacht. Okay. Ja. Krass. Aber kann man sich angucken, ist auch ein Feel-Good-Ding. Ja, auf jeden Fall. Also macht Spaß. Es war jetzt kein Time-Waste, ne? Also Time Bandits war kein Time-Waste. Nee. Aber also man darf jetzt nichts mit Anspruch erwarten. Nein. Okay. Das ist halt so ein bisschen witzig. Und so, also manche Sachen von der Story waren auch super vorhersehbar und so. Ja, aber das ist halt für Kinder. Das ist halt eben das. Wir sind da nicht die Zielgruppe gewesen. Nee. Mich habe es halt nur interessant gefunden, weil ich es als Kind eben kenne. Ich kenne den Film halt. Ja. Und deswegen fand ich es interessant. Und dann habe ich noch Taika Waititi gesehen und dachte mir, ja komm, das kann eigentlich nicht, das kann nicht schlecht sein. Taika Waititi spielt natürlich Gott. Ja. Genau. Das ist schon cool. Und ja, er hat da einen Fehler gemacht mit den Moskitos. Einige Fehler. Einige, ja. Krass. Naja. Okay, interessant. Gut, Willi, du warst im Kino. Horror. Alien. Ja. Oh Gott. Leck mich am Arsch, Leute. Oh mein Gott. Genau. Neben dem Konzert mit Rosie und Rainer Gruber und das Dealing Horse gab es noch eine Aktivität, wo wir außerhalb von unserer Hobbithülle waren. Nämlich, wir waren im Kino, um wieder in die Höhle zu gehen. Ja. Und zwar Alien Romulus. Alter. Leute. Ich weiß ja nicht, oh mein Gott, seid ihr Alien-Fans? Mögt ihr die Filme? Was heißt Fans? Also ich kenne Alien 1, 2 und 3 tatsächlich. Alien 4 kenne ich, aber ich kenne diese ganzen Prometheus-Geschichten-Dinger da Prometheus und dieses ganze Zeug, das kenne ich nicht. Okay. Doch, Prometheus haben wir aber auch geschaut, oder? Doch, das haben wir geschaut. Ist gar nicht so schlimm. Dann habe ich es echt vergessen. Wir haben das geschaut. Prometheus aber, haben wir geschaut, bin ich sicher. Okay. Aber so diese Faszination ist bei euch jetzt bei Alien nicht so gegeben, oder? Es ist halt okay und cool und vielleicht mal. Aber ich kenne das Franchise, ich finde es okay, aber ich bin jetzt keiner, der jetzt hier im Mitternachtsverkauf geht, um Alien-Spiel zu holen oder sich eine Büste zu kaufen oder sowas. Okay. Ich bin auch nicht so der Fan von der wie heißt der Geiger? H.R. Geiger, oder wie heißt der? H.R. Giger, ja. Ja, der Giger. Ja. Dem Psychopathen. Ich bin jetzt bin nicht so der Fan, also das von seiner Art und Weise, von seinem Style. Universum. Ja, okay. Mhm. Aber hier sitzt ein absoluter Fan, also tatsächlich jetzt, wie du auch sagst, jetzt nicht zwingend von seiner Persönlichkeit und so, weil ja in dem Sinne er wirklich seine Traumata auch durch seine Zeichnungen und so weiter und durch dieses Alien überhaupt es überwunden hat und dann natürlich auch diese Anspielungen da mit diesem ganzen Vergewaltigungszeug und so weiter, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, wenn man sich mit dem guten Mann auskennt. Mir geht es tatsächlich wirklich eher um die Filme an sich, jetzt weniger von ihm als Person. Ich bin halt ein absoluter Fan und es ist ja tatsächlich so, dass ich auch damals von meiner Ma noch erinnern konnte, sie hatte in ihrer Zeit waren die Kinofilme Bud Spencer und Terence Hill und dann kam auf einmal ein Alien im Kino und das war ja what the fuck, ja, und das ist wie Star Wars, und das war halt auch so dieses genau, weil du zum Beispiel auch Star Wars gut erwähnst, bis dato Sci-Fi und so weiter, da war das aber, also im Vergleich zu Star Wars ist es beim Alien halt, Star Wars wirkte sogar zu der Zeit noch teilweise geleckt. Da waren die Raumschiffe klar, da gab es Star Trek und so weiter. Oh mein Gott, das ist alles so schön hell und so. Und dann hat man dann ist man in einem Sci-Fi-Universum, wo es darum geht, man ist auf der Nostromos und man hat dann eine Arbeiterklasse. Und da sind die Wände versüfft, da ist es verrußt, da ist es dreckig. Ja. Und da hast du einen ganz anderen Flair von Sci-Fi bekommen, wie es halt zu der Zeit überhaupt noch gar nicht gab. Und dann war das, kann ich mich nur erinnern, meine Ma eingeschlagen wie eine Bombe, du hattest wirklich Schauder überall mit diesem Alien, dieses absolute Urviech und so weiter und das hat sich halt dann, der Mythos ist dann natürlich eskaliert, dann gab es Alien 2, der ging dann genauso durch die Decke mit dem geilen Ami-Team und so weiter, mit Vasquez und Hudson und wie sie nicht alle heißen. Schwede, wie sie alle so geil sind. Halt. Ja, übel, ne? Und dann gut mit 3 und 4, das war so ein bisschen Downgrade, das war ein bisschen komisch dann. Ich fand den 4er gar nicht so schlecht tatsächlich, aber da bin ich schon wieder einer, der wieder aus der Menge rausschießt. Ich fand den 4er ganz okay halt, okay. Also wirklich.
Ja, aber wie gesagt, also ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Also ich sage jetzt nie, dass ich bei dem Ellie-Marathon nur Teil 1 bis 2 schaue. Ich schaue da auch immer gerne alles an. Genauso wie ich jetzt die neuen Teile mit Prometheus und Covenant eigentlich auch sehr gut fand. Also mir hat es trotzdem getaugt. Aber dass wir halt jetzt wirklich, und deswegen war das halt so, ja, war immer ganz okay, aber deswegen bin ich auch mit keiner Erwartung in das Kino rein. Und Leute, dann leck mich am Arsch, dann gehen wir in dieses Kino rein. Und dann hat man einfach, wie gesagt, spoilerfrei, schaut euch das bitte an, aber man hat wirklich ein Gefühl, als würde man jetzt Alien 1 und 2 kombinieren. Oh, okay. Mit der Technologie aber von heute. Oh, okay, und, krass. Und das war auf einem Niveau, wo ich sagen kann, und ich war bei Godzilla Minus One, es ist vermutlich mein Film des Jahres, Alien Romulus. Was die jetzt beispielsweise, auch wieder dieses, wo wir letztes Mal schon hatten, diese Kombination, die haben natürlich ihr geiles CGI mit reingebracht, ja? Wie man dann auch mal das Weltall sieht, wie man die Raumschiffe sieht, wie sie dann mal kollidieren und so weiter. Man hat aber eben auch dieses absolut mechanische Viech, einmal in kompletter Mensch schlüpft den Anzug rein, einmal in komplett da mechanisch. Da habe ich was gesehen. Da habe ich ein Making-of gesehen, wo der Typ in diesem Alien-Kostüm drin sitzt. Und ich dachte mir, what the fuck ist das für ein Scheiß für den, Alter? Richtig, aber das ist halt so diese Kombo, dass die dann auch in den Filmen auch wirklich vor dem echten Viech weglaufen. Dann hast du als Schauspieler es halt auch möglich, einfach da einen Horror Angst zu haben. Zu haben. Ja, auch wenn zwei Minuten vorher noch das Licht an war und dir Manfred einen Donut gegeben hat. Das ist dann irgendwo in dem Moment scheißegal. Alter, ja. Und da war halt so wirklich dieses, okay, du hast gemerkt, diese Angst ist in denen ihren, also das war dann auch sowas, man hat erfahren, es ist eine junge Crew und dann dachte ich mir, okay, nur so Kiddies angehauchte Raumschiff-Crew, oh, ich bin mal gespannt, so, mal gucken. Dann hast du aber auch am Anfang erstmal wirklich einen Einblick von der Welt, wie das Ganze aussieht. Du siehst diese Arbeiterklasse, du hast auch mal wirklich in dem Alien-Film mal einen Planeten mit Population, du siehst da, wie die Leute leben, du siehst Weyland Yutani, du siehst das alles einfach auch mal. Du wirst da wirklich mal reingeführt. Okay, und das fand ich schon mega geil, weil das hat mir den Alien-Film vorher nie gesehen. Das du warst richtig, halt in dem Raumschiff und das war's. Ja. Aber so sieht man halt jetzt auch mal wirklich die Welt, die ganzen Leute. Das ist und so, cool. Ja. Und so fängt es halt dann an. Die Gruppe war dann auch irgendwie ja mega sympathisch. Es waren keine unlogischen Idiotendialoge. Das hat wirklich Spaß gemacht. Es hat sich ineinander eingefügt. Und dann kam natürlich irgendwann natürlich auch der Auftritt vom Alien. Ganz klar, das ist jetzt kein Spoiler, dass im Alien vorkommt. Wer hätte es gedacht? Und bevor ich dann zum Ende komme, es gab auch. Wie gesagt, die Effekte waren Hammer. Das Kostüm war der Wahnsinn. Die Atmosphäre ist legendär. Wir waren auf der Vorpremiere. Ich fand den Film so gut, ich möchte nächste Woche nochmal ranschauen. Also Wahnsinn. Krass. Es kam auch noch Fanservice. Ohne Ende kam Fanservice. Und zwar guter Fanservice. Und das ist halt durch die Technologie heutzutage möglich. Und ich sage nur zu viel, es wird ein Alien-Fan wird's freuen, weil es kam so ein Fanservice, damit hätte ich nicht gerechnet. Und ich hatte echt kurz Pipi in den Augen. Das war echt der Hammer, war mega cool. Und als hätte das ganze Zeug nicht auch schon gereicht, meine Lieben. Als hätte das nicht schon gereicht. Schaust du so die, und das Schöne, das ist der Film, der geht mal 2 Stunden durch, ja, nicht diese 1 Stunden 20 Film, der mittlerweile gehen Serien eine Stunde 5, sondern der Film war 2 Stunden lang und es hat sich gelohnt und dann warst du eh schon zufrieden und dann denkst du dir so, ja, es reicht ja schon und dann setzt dieser Alvarez, boom, Junge, ich knutsch deine Eier, setzt dann auch noch was oben drauf, wo die das komplette Hirn wegbläst. Die letzten 30 Minuten sind sowas von, sorry, die ganzen Ausdrücke, sind sowas von Mindfuck, dass du dir denkst, Alter, die haben das wirklich noch geschafft zu toppen. Und das ist dann wirklich absoluter Horror. Also es ist ja in dem Sinne davor schon atmosphärischer, geiler Horror. Und die letzten 3 Minuten ist verstörender, neuer, toppender Horror. Also da hatte ich dann wirklich, weil das ist so Alien-Horror und dann schleicht es von hinten an und dann macht es halt BAM und es ist, wow, fuck, das ist halt so ein Horror. Aber die letzten 30 Minuten Horror, ich weiß nicht, ob ich das verbal gut rüberbringe, aber ich so ein bisschen glaube ich, aber die letzten 30 Minuten von diesem Film, die waren so ein richtiger Spooky-Horror, das war so ein richtiges Befremdlich, das war so ein richtiges, ich drücke mich jetzt mal kurz in den Sitz zurück, Horror, was passiert hier gerade? Oh, und das ist halt so, Leute,
Also ich gebe ja, ich habe noch nie 10 von 10 gegeben, außer Herr der Ringe. Ich gebe dem 9,5 von 10, den Film. Okay, krass. Das, also ihr werdet ihn lieben wegen der Atmosphäre, wegen der Einführung. Ihr bekommt wirklich auch mal was mit. Es ist wunderschön gemacht. Es ist ein Augenschmaus. Es ist wirklich viel gut. Also im Sinne von, du denkst, du bist wirklich da jetzt gerade drin. Und dann kommt dieser Fanservice. Und als würde es nicht noch reichen, setzen die dann am Ende nochmal einen neuen Ekelhorror drauf, wo du einfach nur, du kannst nur zufrieden aus diesem Film rausgehen. Bei aller Kritik. Es Geil. Ist Wahnsinn. Die einzige Kritik, die ich bis dato, weil ich ja auch immer, egal ob jetzt Filmstar, Movistar, Internet, sonst wo, immer ein bisschen nachlese, wie kommt es denn so an? Die einzige Kritik, die auch von wirklich honorierten Hatern mehr oder weniger getätigt worden ist, ist, dass es tatsächlich ein bisschen zu sehr an Alien 1 und 2 erinnert vielleicht, aber ansonsten war es das. Das ist der okay. einzige Punkt. Und wirklich, Leute, wow. Wenn nicht im Kino, schaut ihn aber euch irgendwann mal an, wenn er auf Netflix ist oder Amazon oder was auch immer. Frage, kann man den auch gucken, ohne die anderen zu kennen? Den kannst du auch gucken, ohne die Älteren zu kennen. Das ist das ja. Geile. Das ist eine komplett unabhängige okay, Story. Cool. Das Einzige, was bei euch dann, oder was halt bei denen, die die Alien-Teile davon nicht so gesehen haben oder im Kopf haben, wegfallen würde, sind halt zwei kleine Fan-Punkt-Aspekte, Fanservice, aber wenn ihr da dann halt nicht das registriert, dann ist es auch nicht schlimm. Ja. Ihr könnt den komplett unabhängig anschauen. Komplett. Cool. Aber eigentlich reicht es schon, Alien 1 gesehen zu haben. Das ist ja eh der allerbeste. Ja, wenn ihr den gesehen habt, dann kickt der Fanservice auch schon ohne Ende. Okay. Ja, das glaube ich. Und ja, dann wissen wir schon, wer kommt. das ist halt so. Das ist halt so, wow, hätte ich nicht damit gerechnet. Okay. Wirklich nicht. Okay, krass. Und möchte auch nicht den echt ans Herz legen. Und natürlich, klar, Horror, aber es ist jetzt nicht so ein Horrorscheiß wie irgendein Massaker oder so Wrong Turn oder Nightmare on Elm Street oder Psycho oder Annabelle oder Insidious oder Paranormal-Scheiß. Nee, es ist halt so ein, es ist wie From halt. Es sind so widerliche Viecher und dann, boom, catcht es dich halt mal. Also das schaut ihn euch bitte an, auch wenn ihr nicht so horroraffin seid. Bitte. Ja, Willi. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Okay. Bitte. Also, ich hatte, weiß nicht, ob du das auch auf Instagram gesehen hattest, da gab es in den USA, glaube ich, oder so, Alter. Haben die so eine Promo-Aktion gemacht, wo die Facehugger überall hatten. Schauspieler liegen hatten mit Facehuggern drauf auf der Straße und die haben so gezuckt. Alter, das geht doch nicht. Voll krass. Ohne Scheiß, du kannst es doch nicht irgendwo machen, wo Kinder oder so auch noch vorbeilaufen. Ja, wo der eine Chessbuster. Und dann kam der Chessbuster im Kino auch noch mit Blut und so. Ja, im Kino ist es ja okay, weil da darf man dann erst ab 18 rein. Aber eben auf der Straße. Ja, aber noch nicht auf der Straße, die Leute und die zucken dann so und haben die Viecher im Gesicht. Und das waren halt nicht irgendwie Plastik-Facehugger, sondern animierte Silikon-Facehugger halt. Genau. Also es sah halt mega echt aus. Also das kannst du nicht machen. Ja. Ich war sehr empört. Oh, Years of Child Therapy das needed, ist, ey. Das ist, in Schwaben wird es nicht geben. Im Schwabenländle, das nervt mich tatsächlich im Vergleich zu Amerika. Ich habe mich so gefreut, weil wir extra auf der Vorpremiere waren, so gefreut, dass ich diesen abartig scheißgeilen, 2 Meter langen Alien-Kopf-Popcorn Becher bekommen. Meinst du, es gab irgendwo einen Merch? Nö. Nein. Null. Nirgends. Ich hab tatsächlich auch geschimpft, weil wir zu Dune und zu Deadpool und sowas, weil es da auch nichts gab. Und es gab auch andere Popcornbecher, jetzt nicht die jeder kennt, sondern auch andere schöne, einfach mit einem schönen Design außenrum und sowas. Ja. Und da habe ich tatsächlich beim Chine habe ich angeschrieben, habe ich gesagt, ey, wieso habt ihr nie so geile Merchandise-Becher und sowas. Warum, was läuft denn da? Ne? Und da haben sie gesagt, ja, danke für die Anregung. Wir schauen mal. Wir fassen das mal hier auf unsere unsichtbare Ich denke, die müssen das halt auch einkaufen. Ja, klar. Ich denke, dass die auch einen Einkaufskatalog kriegen vom Filmlizenzhergeber und sowas. Und da werden solche Becher halt extra kosten. Ja, klar. Ja, ich hätte auch dafür... mehr verlangen halt wahrscheinlich. Ja, aber es würden die Leute auch zahlen, glaube ich. Und das würden, ne? Ey, Leute, ich bin da... Schon. Ich bin da mit dem Fuffi in das scheiß Kino. Ich wollte den haben. Ich hätte den auch wirklich gekauft. Aber dann dachte ich mir, hey, scheiß drauf, ich mache den aus eurem Form einfach selber. Kann man sich bestimmt... Ja, oder 3D-Drucken. Es gibt immer... Also bei... Es gibt so einen Typ auf Instagram, kann ich dir nachher mal schicken. Mhm. Der heißt 3D... Daddy. 3D-Du.com oder so. Ich glaube, aber der macht immer sofort die ganzen Sachen. Also der hat auch die...
den Dune-Becher, den Deadpool-Popcorn-Becher, hat alles gleich rausgemacht. Und er hat auch gleich diese Deadpool-Xbox-Controller-Dinger mit dem Arschbacken von Deadpool und so. kann man sich alles 3D drucken. Okay, geil. Geil. Sehr nice. Jo. Krass. Ja, also wie gesagt, Kinofilm Alien. Leute, Props gehen raus, schaut ihn euch an, kann ich nur empfehlen. Das war aber tatsächlich der einzige Film, den wir so geguckt haben. Und weil ihr vorhin so viel bei Serien wart, wir haben jetzt dann endlich auch, habe ich letztes Mal erzählt, dass House of Dragons dann wir beendet haben? Ja. Okay, dann kann ich das schon mal weglassen, perfekt. Ist es jetzt fertig? Die Staffel ist jetzt durch, ja. Ja. Oh, dann können wir es uns jetzt auch mal anschauen. Wir haben Zeit, wir warten noch. Genau, wir warten, bis sie da ist. Die Staffel ist durch und ich finde es mega. Das Staffelende war auch geil. Und also die schreiben alle, dass es geil war, dass es geil aussah, dass man wirklich sieht, da sind 150 Millionen Euro reingeflossen. Die Dialoge waren nice, wieder tiefgründig, schön listig, schön fotzelig, wie mit den Lannisters halt. Aber dann verstehe ich einen Kritikpunkt nicht und ich denke mir, Leute, wir sind beim Game of Thrones Westeros-Universum. Es gibt tatsächlich jetzt Leute, die sich darüber beschweren, dass es zu langatmig ist. Was war Game of Thrones von Staffel 1 bis 7? Leute, habt ihr die Bücher nicht gelesen? Ja. Dann wisst ihr, was langatmig ist. Eben. Ich so, Leute, habt so Geduld. Es sollen 4 Staffeln rauskommen. Es ist genauso richtig. Schön Piano, schön viel. Gibt mir Charakterentwicklung. Und die war massiv da. Also ich habe noch nie so eine Charakterentwicklung von Daemon gesehen wie in der zweiten Staffel. Seid gespannt. Ich find's mega. Ist schön langsam, es passiert wenig. Das haben wir jetzt auch. Wir haben jetzt eine Serie angefangen, die heißt Infiltration. Und wir haben jetzt 3 Folgen gesehen. Auf Apple, ja. Auf 3 Folgen, genau. Und die nimmt sich richtig Zeit. Wir sind immer noch bei der Charaktereinführung. Ja, geil. 3 Folgen, immer noch Charaktereinführung. Ja. Ich meine, es sind 6 verschiedene Charaktere. Ich glaube 5, weil du siehst von 5 verschiedenen Perspektiven. Perspektiven, genau. Infiltration geht darum. Alien-Invasion. Okay. So. Ja, erzähl weiter. Nee, jetzt gar nichts über die Serie, weil ich will ja über die Serie gar nicht sprechen jetzt. Wir haben nur 3 Folgen bis jetzt geschaut. Und außerdem will jetzt Willi reden. Ja, genau. Genau, nee, und wie gesagt, also... House of Dragons, schaut es euch an. Es ist genauso empfehlenswert wie Alien Romulus. Alien ein bisschen mehr, aber dann kommt danach Game of Thrones. House of Dragons. Holy hell. Und ich fand's mega. Bin auf jeden Fall. Und SpongeBob, ja, guckt genau. Alle Staffeln SpongeBob. Schaut euch bitte SpongeBob an. Aber lasst mich damit in Ruhe. Mag er keinen SpongeBob? Doch, er mag SpongeBob. Das ist so eine Hassliebe, glaube ich. Was ist denn mit SpongeBob und hier? Es ist halt was will ich denn mit SpongeBob, wenn ich Darkwing Duck und Captain Baloo hatte? Oder die Gummibärchenbande. Ja, dann kann man SpongeBob auch mögen. Aber ganz andere. SpongeBob ist für Erwachsene. Richtig. Die anderen Sachen sind nicht. Die anderen Sachen waren für Kinder. Das ist genauso wie, magst du dann auch keinen Ren und Stimpy? Ja, doch. Ach so. Doch. Das ist auch für Erwachsene eigentlich. Ja. Das ist ein bisschen Sätze. Ren und Stimpy. Klotz von Blemmo. Okay, Fazit, wenn ihr ein SpongeBob-Diorama von mir haben wollt, kommt gerne zu mir. Wenn ihr über SpongeBob mit mir reden wollt, kommt gerne zum Flo. So. Richtig. Ja, genau. Genau, das Letzte, was ich dann gesehen habe und absolut geil war dann Those About to Die, Amazon. Okay. Weißt du das? Ist eine römische Serie. Ach, das ist das mit dem Ding, wo wir dauernd die Werbung gesehen haben, mit Ramsay Bolton? Nee, wie heißt dann der Schauspieler, der super bekannte? Anthony Hopkins. Der Anthony Hopkins als Caesar, glaube ich, gell? Und zwar, meine Lieben, Those About to Die. Prime kann doch noch geile Serie machen. Ja gut, nee, Fallout haben sie auch gemacht. Ich wollte gerade sagen, also Fallout ist ja jetzt wohl nicht zu verachten. Eben. Macht viele geile Szenen. Eben. Ja, ich bin so ein bisschen noch getebeutelt von Ringe der Macht, sorry. kommt bald wieder, freue ich mich schon drauf. Ja, wobei der Trailer, das schaut schon mal besser aus als der Mist aus der ersten Staffel. Spielt echt Ivan Rehan mit. Ja. Oh, da muss ich sie auch schauen. Ja, also wie gesagt, unsere Game of Thrones Fans sind dabei. Mit dem Wienerle? Ja. nee, genau. Ramsay Bolton. Das findet er gar nicht so witzig. Ich weiß, Ramsay Bolton alias Tenax, genau, Tenax ist er, glaube ich. Wir katapultieren uns in die Glorie Roms, 79 nach Christus, glaube ich. Genau, 79 nach Christus, wo wir den amtierenden Kaiser haben, und zwar den von Anthony Hopkins gespielten Vespasianus, Flavius Vespasianus, der 2 Söhne hat,
einmal den Titus und einmal den Domitian. Und ich bin überrascht, und das finde ich ja immer sonderlich geil, ich bin überrascht, wie historisch akkurat und korrekt diese Serie ist. Und dann taugt es mir halt nochmal gleich viel mehr, weil man nicht wieder irgendeinen eigenen Scheiß macht, sondern einfach bei der Historie bleibt und es einfach auch korrekt ist. Und das war schon mal der allererste große Pluspunkt. Der zweite große Pluspunkt war natürlich auch die Sympathie von Hopkins und unserem Ramsay Bolton. Das glaube ich. Wieder ein wahnsinnig guter Schauspieler. Das ist schon mal hochkarätig besetzt einfach. Ich meine, Anthony Hopkins allein ist ja schon ein Qualitätssiegel halt, ne? Abartigst. Auch aber noch halt, jemand Reon dabei ist. Also aber halt volle Röhre. Und ansonsten spielen jetzt nicht zwingend Schauspieler mit, die man dann schon mal kannte, aber das reicht auch vollkommen. Ja. Das ist wirklich, mit den Zweien hast du schon genug Leute gecatcht. Schon. Und wir spielen in der Zeit, wo, falls sich Leute damit befassen oder nicht, was auch immer, genau wüssten, dass zu der Zeit gab es schon ein Circus Maximus, also die heutige Formel 1 sozusagen, mit den ganzen Reit- und Wagenrennen. In dem Circus Maximus, das ist, kann man sich vorstellen, wie so eine langgezogene Spirale, das geht quasi einmal rum, wie ein heutiges NASCAR-Rennen, geht es einmal drum rum, und da hatten halt früher die Römer eben Feste und Spiele organisiert. Das ist dann eben ausgeartet mit heftigen Wagenrennen. Damals gab es dann tatsächlich auch schon kleinere Gladiatorenaufführungen, aber das ganz Große, das natürlich dann auch jeder kennt, mit dem Flavischen Amphitheater, dem Kolosseum, das kam dann erst ein bisschen später. Und es war eben genau zu der Zeit. Das wurde eben vom flavischen Kaiser Vespasianus, wurde das eben gebaut. Die Idee keimte auf durch Titus und Domitian. Und in denen ihrer Dreiecksregentschaft hat man das dann fertiggestellt. Und die Jubiläumsspiele hat dann in dem, das sieht man dann auch in der Serie, die Jubiläumsspiele, also die Öffnungsspiele, hat dann auch der Titus, der Sohn von Vespasian, also Hopkins, hat dann die eben auch gehalten. Und wie gesagt, ich möchte jetzt auch gar nicht zu groß eingehen, weil dann die Historie dann auch so ein bisschen schon spoilert. Aber das ist alles komplett korrekt abgelaufen. Es ist wahnsinnig interessant, weil du hast sehr viele Handlungsstränge. Du hast einerseits eben die kaiserliche Familie um Vespasianus und denen ihre Intrigen. Und du hast einmal eben unseren, wie heißt der, Ramsay? Hau drauf. T-Border, T-Fix. Genau, richtig. T-Fix. Den Ivan, der sich in der Serie Tenax nennt, der einfach in den kompletten Pöbel mit einwandert, weil er führt Wettbüros bezüglich dem Circus Maximus, und da gibt es natürlich dann auch nur, da gibt es dann eben vier Teams, logischerweise von den Adelsfamilien der Patrizier abgestammt, weil Pöbelvolk darf ja nicht irgendwie ein Reittier oder Reitteam besitzen. Und da schließt dann natürlich der Pöbel dann die Wetten ab, und er führt halt eben dieses Wettlokal, dieses Wettbüro, und möchte natürlich, wie es halt immer so ist, ja, er hat dann auch ein bisschen Connections zu den Patriziern und zu den Edelsfamilien, und er möchte halt da so ein bisschen dann auch dahin connecten zu denen, weil Ruhm ist Rom und Reich und bla bla bla. Und da sieht man halt die Intrigen, wie dann die wiederum in diesem Pöbel da, in diesen Slums sich ein bisschen abspielen. Man hat die kaiserliche Familie, und man hat tatsächlich dann auch noch ein paar Numidier dabei, die ja dann auch, Numidien ist ja zu der Zeit von den Römern auch schon besetzt. Man hat dann auch sehr viele Gladiatorenkämpfe, wo Numidier sind. Und dann hat man eben auch noch den dritten Handlungsstrang von einer Familie, wo dann quasi wiederum welche entführt werden und dann Sklaven von der Republik Rom werden. Und dann hat man eben da einmal die Sklaven. Man hat einmal den Pöbel und einmal die Kaiserlichen. Also jede Schicht, die es da gibt, hat man in dieser Serie vereint, und sie spannen irgendwie untereinander so ihre Fäden, und es sorgt für sehr viel, sehr viel Spannung. Es ist alles sehr cool gemacht. Ich bin sehr beeindruckt davon, wie sie es dargestellt haben, weil teilweise mussten die wirklich auch die ganzen Props oder die ganzen Sachen bauen. Das schaut nicht unbedingt nach allem nach CGI aus. Also kann ich mir schon vorstellen, dass die in einer Halle oder ein paar Sachen dann wirklich Teile vom Circus Maximus nachgebaut haben. Große Säulen, mega nice. Schaut richtig stark aus. Die Rüstungen, die Römer, die Prätorianer, fuck yeah, alles mit dabei. Also ich als absoluter Römer-Fan lieb's, und Prime hat damit wieder richtig einen ordentlichen Oschi rausgehauen. Cool. Römer-Serie, schaut es euch an, kann ich empfehlen. 9 von 10. Mega gut. Geil. Warst du schon mal in Rom? Nein, nee. Du würdest gerne. Ja, mindestens ist geil. Drei ist wirklich Wochen. Geil. Wir waren mit der Schule alles. Halt Studienfahrt in der 12. Klasse oder so, waren wir in Rom. Oh, und ich meine, man weiß ja hier so, ja, Rom, die ewige Stadt und ganz toll und so.
Aber das verstehst du erst, wenn du wirklich mal selber dort warst, was die Faszination daran ist. Das ich will es alles sehen. Das Pantheon, ich will das Kolosseum sehen, das Fora Romanum, ich will es alles sehen. Was das für Bauten sind, was die da damals, das konnten, so, ne? Das ist faszinierend. Mhm. Ja, das ist genau das, was du sagst, Flo. Ich bin da einfach fasziniert. Römer, Griechen. Ja, das glaube ich sofort. Alles. Das sauge ich auf. Alleine auch, wenn du dann der Vatikanstadt anguckst oder sowas. Ja. Die Kirchen, der Dom, das, was da alles drin ist, diese Bauten halt einfach. Ne? Ja. Dass Menschen zu der damaligen Zeit so fähig waren, sowas zu machen halt. Ne? Mhm. Mit den Mitteln einfach. Ja. Es ist tatsächlich, das hatten wir total oft in der Architektur auch so. Die Leute, die wundern sich alle immer, oh, wie in Ägypten, wie haben sie die Steine transportiert? Ja. Dann kam aber ein Architekt, der hat gesagt, Leute, ein viel größeres Weltwunder ist, 13 vor Christus eine Kuppel zu bauen vom Pantheon, ohne jeglichen Sinn und Verstand, den wir heute haben. Ohne die Möglichkeit, diese ganzen Sachen zu nutzen, von der Technologie, von den Materialien. Wie haben die diese Kuppel gebaut? Und es ist bis dato immer noch die fetteste Kuppel. Und das Ding steht immer noch. Das müsst ihr euch mal geben. Das sind Aliens. Da stehen heutzutage andere Aliens. Gebäude schon immer, ne? Das ist halt einfach dieses Wissen um dieses Bauen, also wo es daher kommt. Ja. Richtig. Ja. Und Aliens. Ich will nicht sagen, es war Aliens, aber ne? Wahrscheinlich waren es Aliens. Ja. Und auch dieses, man hat ein Kolosseum und Gladiatorenkämpfe reichen nicht. Nein, wir machen das auch noch mit irgendwelchen unterirdischen Gängen. Wir machen das mit Schiffen, wir machen das mit Wasser, mit Tigern, halt, ne? Mit allem Möglichen. Das ist abartig, Leute. Ja. Das war die erste Arena auf Schalke und zwar in der Antike, Mann. Ohne Witz. Ja, ist so. Das mit den Schiffen haben sie, glaube ich, in der Stadt gibt es so einen Platz, den sie schließen konnten und fluten Spiele mit den Schiffen, ne? Es gab Seeschlachten dann im Kolosseum. Ja. Alter, das ist völlig crazy. Ja. Das ist krasser als das, was wir heute. Bei den Römern war es schon crazy, wenn du denkst, dass die schon Fußbodenheizung hatten und so ein Zeug. Ja. Ja. Ne? Also das ist mit den ganzen Wasseraquädukten und sowas. Ja. Ey, Alter, also das ist, das ist echt und was so. Ich halt noch krasser finde, einfach, dass das alles wieder verloren ging im Mittelalter. Ja. Ne? Da habe ich einen echten Hate aufs Mittelalter, weil die das sind richtige Deppen. Und die sind so blöd, das Aquädukt zu nutzen und bauen da ihre Holzhütte an diese geilen dürischen, dornischen Säulen ran und bauen alles ab. Scheißen in die Freiheit. Es ist halt, Mittelalter ist schon absoluter Rückfall der Intelligenz irgendwie. Ist so. Ne? Ja, ist so. Das ist genau das, was du sagst. Es kommt mir auch immer, egal ob ich jetzt Assassin's Creed Valhalla spiele, Assassin's Creed Odyssey, ob ich irgendeinen historischen Film anschaue, wie kann man von dieser glorreichen Zeit, die Griechen, die Antike, die Römer, wie kann man von den Brains, egal ob jetzt Sokrates oder Venus, scheißegal, was ich da jetzt alles aufzählen könnte, wie kann man dann davon aufs Mittelalter kommen? Ja, wie kann man Religion? Dass man da dann nur noch... Religion, Machtmissbrauch von der Kirche. Das ist echt. Religion macht dumm. Religion macht einfach dumm. Ja. Machtmissbrauch der Kirche, die das alles unterdrückt hat, damit sie mehr Macht haben. Genau. Und dann, das ist echt. Und dann hast du den Leuten Angst gemacht und hast gesagt, hier könnt ihr Geld ausgeben für Ablassbriefe. Mhm. Und dann könnt ihr euch Seelenheil kaufen. Mhm. Ja, nee, aber wie gesagt, so eine Bullshit. Abartige Zeit und wie gesagt, größtes Lob und größte Huldigung an die damaligen heftigen Motherfucker. Ja, die waren schon drauf, ey. Ja. Und somit war Those About to Die auch eine willkommene Abwechslung, weil seit Rome, der ganz alten Serie von 2000 irgendwas und Spartacus. 2001 oder 2 oder so? Ja, genau. Und Spartacus und sonstigen musste ich lange warten und jetzt kam endlich mal wieder eine fucking geile Römer-Serie. Es kam ja aus dem Nichts. Ich habe nichts gewusst. Und dann, bumm. Also kann ich sehr empfehlen. Von wann ist Rome? 2005, Entschuldigung. 2005, ja gut, ist auch schon eine Weile her. Ist schon 20 Jahre. Na. Fast. Das war doch erst. Alter, die Serie war auch krass. Jahre, also Rome, die Serie war auch krass. Rome fand ich auch mega stark. Ja. Das war auch eine krasse Serie, ey. Caesar hat ja da Monkey gespielt aus Game of Thrones. Das war ja auch mega geil. Mhm. Da habe ich zuerst Game of Thrones geschaut und danach Rome. Und dann habe ich gesehen, dass Monkey, also der König der Wildlinge oder König hinter der Mauer, dann ja auch die ganze Zeit Gaius Julius Caesar gespielt hat in Rome. Richtig, der hat Caesar gespielt, ja. Das fand ich auch sehr geil. Ja, einfach stark. Ich lieb sowas einfach. Also, Manke Rider. Ja. Da, bei solchen Sachen bin ich zu Hause. Ja. Schön. Sehr schön. Sure.
Sehr, sehr gut. So, dann ziehen wir noch schnell gezockt rein, oder? Ja. Ziehen wir weil der Willi will was erzählen über Diablo, habe ich gehört. Willi hat Diablo und er hat WoW gezockt. Wie kamst du dazu, Willi, dass du WoW zockst? Meine Sternstunde kam durch die liebe Nadine. Die hat es dahin gezaubert. Ich war aus dem Häuschen, einfach mal so random. Hat sie mir am Anfang erstmal so ganz komische Fragen gestellt. So, ja. Magst du noch WoW? Spielst du? Würdest du es noch spielen? Sag mal, wie ist denn da irgendwie der Name? Wie ist denn die E-Mail da und so, hat sie ganz komische Fragen gestellt und auf einmal, da war ich glaube ich, ich wusste genau noch den Moment, da hat Atas gerade irgendwie im Wohnzimmer entfahren lassen, wir haben ganz normal gegessen, haben eine Serie geschaut und dann ploppt es auf einmal auf per E-Mail. Ba-bum. Nadine hat ihnen so und so viel, 2 Monate Spielzeit in WoW geschenkt. Bitte lösen Sie es ein, Wilgrim, Willi, kommen Sie zurück nach Azeroth. Komm zurück, Willi, komm zurück. Und dann habe ich erstmal gegrinst wie ein Honigkuchenpferd und konnte es gar nicht glauben, mich 1000 Mal bedankt. Deswegen tue ich es jetzt auch nochmal, vielen, vielen Dank. Ja, und ja, ich meine, ihr wart so oder so im Fieber und ich war es dann halt auch. Ich bin übelst im Fieber. Genau, Alter. Weil du hattest ja im letzten Podcast auch gesagt, so, nee, du hast in deinem Stream gesagt, ja, so, ja, oh, der Flo, die sind so im WoW-Fieber und ich würde es ja auch gern. Ja, gar nicht so. Aber ja, ich halte es mir jetzt nicht nochmal 12 Euro im Monat irgendwie auf und das Spiel und bla bla bla. Und dann hast du ja gesagt, du hast irgendwie seit Wars of the Lich King eigentlich nur noch auf dem Privatserver gespielt und so, das kann ja mal nicht wahr sein. Und dann dachte ich mir, also bevor ich dir jetzt irgendwie über Twitch, wo ich nicht gecheckt habe, wie man da irgendwie donatet oder was weiß ich, oder TikTok oder keine Ahnung, dachte ich, ach, frag mal Flo, der macht das die ganze Zeit. Ich schenke ihm einfach Spielzeit oder so. Ich wollte dir eigentlich ein Halbjahres-Abo schenken, aber das geht nicht. Alles gut. Kann man nur für sein eigenes, für seinen eigenen Account machen. Man kann echt nur diese 60 Tage Spielzeit. Nee, du hättest eben halt. Ja, Battle.net Guthaben. Genau, Battle.net aber Guthaben. Aber ich weiß nicht, ob man das dann für den. Kannst du für alles Spielzeit verwenden. Kannst du für alles verwenden im Battle.net Shop. Ja, okay. Das ist ja nächstes Mal. Das Ding ist halt aber. Entschuldigung. Sorry, und dann wollte ich ja dein Battletech wissen. Dann will ich dir über Dings. Und dann wollte ich dir das übers Battle.net schicken und dann ging das aber nicht, weil wir gerade erst befreundet waren und du musst mindestens 3 Tage oder so irgendwie mit jemandem befreundet sein, bevor du ihm ein Geschenk übers Battle.net schickst. Also die legen dir schon ganz schöne Steine rein, damit du kein Botter bist, verstehst? Ja, und dann musste ich das erst an mich selber schicken und dann wieder an dich per E-Mail. Okay, aber wenn, der hat es ja dann geklappt. Ja, und ich war wieder aber in Esserhof. Das Ding ist doch, Privatserver sind doch jetzt eigentlich auch obsolet geworden, oder? Mhm. Weil nachdem ja Blizzard Classic anbietet, kannst du ja, jetzt alles. Ja, das kostet ja nichts dann. Ja, eben. Also, ja, gut, ach so, Privatserver ist umsonst. Ja, ja. Also, genau. Ach so, man zahlt den Leuten, die das anbieten, nichts irgendwie. Nee. Weil die haben ja auch Unkosten, oder nicht? Ja, die haben auch ihre Kosten, ihre Server, aber das ist halt auch alles auf freiwilliger Basis. Und ich kenne jetzt auch nur einen und das ist halt der größte in ganz Deutschland. Das sind 3000 Leute auf dem Server. Es geht immer was zusammen. Du findest immer einen Schlachtzug, immer einen Dungeon. Aha. Und das Lustige ist, Blizzard Official hat den sogar auch ganz normal, akzeptiert, weil sie gesagt haben, du, das ist gar kein Stress, solange ihr halt keine Werbung macht. Und das ist halt auch der Fall. Ah, okay. Und okay. Das fand ich halt. Ist ja illegal. Eigentlich ist es illegal, aber wenn Blizzard sagt, ist okay, dann ist okay. Genau, und da war es halt so, ist 1, 2 sogar vom deutschen Blizzard-Team sind halt jetzt auch auf dem Rising God-Server tatsächlich Mods, die da halt jetzt auch ausgestiegen sind, die halt jetzt auch nur noch die Liebe von den alten Sachen haben. Und das ist genau das, wo du erwähnst, Flo, das, als wir dann erfahren haben, es kam Classic, es kam dann Classic Burning Crusade, es kam Classic WOTLK, haben wir dann auf unserem Privatserver auch geschrieben, ja, hey Leute, wie ist das, schaut es euch mal an. Und dann haben halt auch alle gesagt, ja, Keule, es ist halt dasselbe, nur zahle ich halt dann 10 Euro mehr, wieso sollte ich da halt hin? Also, deswegen sind da auf Rising, das hat jetzt Rising Gods oder uns in dem Sinne unangetastet nichts angehabt. Mhm. Wir sind da trotzdem noch ganz normal im Zocken. Aber das Coole ist halt, weil halt Blizzard diesen coolen Schritt gemacht hat und weil man halt sagen kann, hey, Warcraft ist jetzt so vielseitig geworden. Du kannst jetzt sagen, hey, ich spiele jetzt offiziell nur noch Classic, ich spiele jetzt nur noch das, ich spiele jetzt aktuellen Retail. Du kannst dich ja völlig frei entscheiden und das ist halt das Coole. Und deswegen sind halt auch 80-90% auf dem Privatserver so eingestellt, hey, ich habe mein WoTLK, das zocke ich seit 10 Jahren, dasselbe. Ich lege seit 10 Jahren Atas, mir ist es irgendwie nicht langweilig, aber hey, cool, das habe ich. Okay. Das ist mein langsames WoW und wir sind jetzt fast alle auch auf dem normalen Retail und haben Bock auf das neue, schnelllebige WoW und das ist halt eine coole Kombo jetzt. Okay. Und so gab es da nie irgendwie entweder cool. oder Beef oder sonst was. Und wie war es dann für dich, als du dann rübergekommen bist auf den neuen Retail. Auf den Retail und es einfach ein komplett anderes Spiel war? Alter, schwierig. War der volle Kulturschock, oder? Ja, aber volle Latte. Also zumal ich halt
ich habe mich dann eingeloggt. Das war erstmal Nostalgie pur, weil ich habe dann meine ganzen WOTLK-Equipten, Todesritter und Hexenmeister gesehen. Alle natürlich Level 30. So, hä, wieso bin ich Level 30? Ich war 80! Ja. Und dann habe ich mich halt eingeloggt und dann erstmal völlige Reizüberflutung, weil alles gelöscht war. Ich hatte keine Talente mehr, ich hatte keine Aktionsleisten mehr, mein Inventar war leer. Ich hatte irgendwie gar kein Equip, ich hatte so ein Standardzeug von Blizzard an. Ich dachte mir so, oh Gott, wo sind meine Schultern? Du hast das Rüstungsset, das hätte man aber auswählen können, du hättest da ja oder nein drücken können irgendwie. Okay. Aber es ist wurscht, weil das Rüstungsupdate und alles, weil der Rest von deinem ganzen Zeug ist dann alles im Postfach. Genau, richtig. Das habe ich dann auch erst im Nachhinein gecheckt, aber erstmal hatte ich so, fuck, wo sind meine Schultern, wo ist mein Rabenhelm, was ist hier los? Und dann war ich erstmal drin in der Welt und dann bin ich halt gleich durch das Portal für Dragonflight halt rein. Ach so, und okay. Dann habe ich halt das Mount aufgerufen, dann war ich komplett perplex. Was passiert jetzt mit meinem Drachen? Was sind das hier für Boppel? Ja. Hä, was ist hier los? Ja, Drachenreiten. Drachenreiten. Leute, ich habe 280% Fluggeschwindigkeit, mehr kenne ich nicht. Ja. Und auf einmal Boom, Boost und leck mich am das Arsch. Das geht so ab, Drachenreiten. Ja. Übel, musste mich dann erstmal durchfuchsen, hat dann aber auch ganz cool geklappt, weil, wie gesagt, aktuelles WoW ist ja wirklich neu. Ein Wegweiser, das zeigt ja sofort alles an, hat dann Nadine ja auch kurz die Hilfe angeboten, aber ich habe dann erstmal kurz abgecheckt, was ich denn überhaupt noch kenne. Ich hatte dann als Destroyer, als Destro-Hexer hatte ich dann noch meinen Chaos-Blitz und meinen Schattenblitz, da war ja dann alles eigentlich schon wieder easy. Und es war sehr krass, das mal wieder zu fühlen, so das aktuelle WoW, und klar, es ist alles einfacher, es ist schnelllebiger, aber es hat auch seinen Reiz und es hat übelst Bock gemacht. Neben dem 10 alten WOTLK hat es einfach Bock gemacht, mal wieder so, okay, jetzt bam, bam, bam. Erst recht, wo du mir, Flo, dann auch letztens im Stream erzählt hast, ja, das habe ich dann auch mitbekommen, als ich dann mal so eine Kampagnenquest gemacht habe, dass man jetzt auch die Dungeon-Mitglieder auch einfach mal als NPCs genau mitnehmen kann, dass man gar nicht zwingend mit anderen Spackos mitgehen muss, sondern das jetzt auch allein machen kann. Das ist jetzt ganz neu. Das ist neu. Das ist aber ich finde das saugeil. Ich habe das jetzt auch einmal ausprobiert. Ja. Und wenn du dann da reinkommst, dann kommt noch so ein Button, wo dann draufsteht, ich bin der Anführer oder führe mich. Genau. Und dann nimmt ein NSC halt einfach die Tank-Ding an und dann sagst du, führe mich, und dann rennst du mit den Jungs da, mit die lassen manchmal ab und zu einen lustigen Spruch ab und so, und dann rennst du mit denen da durch den Dungeon durch. Das ist für mich, weil ich spiele ja am liebsten alleine. Ja, und du musst dich halt mit niemandem abkarpfen halt, weißt du? Weil das ist das, was mich am meisten immer genervt hat, weil ich bin schon ein Lore-Gamer, aber ich kann die Lore nur komplett mitnehmen, wenn ich in Schlachtzüge gehe oder in Dungeons, wo halt Lore-Fetzen mit drin hängen. Ja. Ne? Und dann hat es mich immer genervt, wenn dann die Leute durchrushen. Immer schnell. Und dann kriege ich ja nichts mit. Nee. Ne? Und das ist halt ätzend. Bei Schlachtzügen ist es halt immer noch so, weil Schlachtzüge ist halt einfach Schlachtzug mit 25 Leuten. Das ist halt einfach so, das geht nicht mit NSCs. Aber die habe ich trotzdem damals alle noch gemacht. Ganze Battle for Azeroth und sowas, diese ganze Story habe ich mitgenommen. Und Dragonflight jetzt nicht, tatsächlich, weil da war ich ziemlich raus. Bei Dragonflight haben wir am Anfang ziemlich mitgenommen, wir zwei. Da hast du sogar noch weiter gespielt wie ich. Ich habe alle Quests gemacht. Ich habe den Loremaster. Ne, wie heißt das? Doch, Loremaster. Du hast den Loremaster gemacht. Pfadfinder oder sowas, irgendwas. Keine Ahnung. Also ich habe diesen Erfolg, wo du alle Quests machen musst. Genau, Nadine hat das gemacht. Das habe ich tatsächlich gar nicht auf den Dracheninseln, alle Quests. Krass. Ja. Aber es gibt ja mittlerweile jetzt mehr noch. Ja, ja, also es gibt ja wieder mehr Quests. Ist ja eine komplette Insel ist da noch dazugekommen. Ja, ja. Die verbotene Insel. Aber da war ich ein bisschen und da war ich aber zu schlecht equipped dafür. Da hätte man Mythic Gear gebraucht. Ach, stimmt, und so. Irgendwas war da. Ja. Das habe ich dann immer, weil. Aber es war auch nur Gefarme eigentlich da. Es war ziemlich. Also, es ging schon auch mit Lore weiter dort. Ja. Aber das ist dann alles Dailies geworden. Ja. Mhm. Wenn du einmal eine Quest bei jemandem gemacht hast, dann wurde es so ein blaues Ausrufezeichen. Dann wusstest du schon, okay, hier beginnt das Daily Farming. Und das wurde dann das Daily Farm Gebiet. Wo du immer deine Quest durchgemacht hast, um eben in die Dungeons zu kommen oder ins Mythic und sowas. Ja. Ne? Ruffarm und diese Geschichten. Aber nichtsdestotrotz finde ich den Weg, den WoW gerade geht, finde ich richtig geil. Ja, schön. Und ich bin jetzt gerade in so einer Sucht, wie Nadine mal in der Sucht war von Don't Starve. Also ich denke täglich an WoW viel und spiele auch momentan sehr viel und habe jetzt, glaube ich, 16 oder 17 70er, weil ich durch dieses Vorquest, was man jetzt immer machen kann, durch die Echos. Ich habe jetzt auch, bevor wir hier den Ding aufgenommen hatten, hatte ich noch eine Hexenmeisterin auf Stufe 53. Bis wir jetzt angefangen hatten, war die 70. Ja, geil, ja. Das habe ich einfach schnell durchgeballert, ne? Ja. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Das ist doch immer das Gleiche. Also mir ist es total schnell langweilig geworden, weil du läufst in diese Portale rein und bash
Ja, und das ist schon immer Leuten das Gleiche, aber ich habe ja einen Hintergrund, warum ich es mache. Erstens mal, weil ich immer ein anderes Volk habe und eine andere Klasse. Mhm. Und bei dem Volk kriegst du immer die Lore-Quests von den Völkern. Ab Stufe 50 kriegst du spezielle Quests, die sich über die Geschichte des Volkes drehen, wo du dann auch die Traditionsrüstungen bekommst. Ja. Deswegen mache ich das, okay, weil ich das haben möchte und weil ich das einfach haben möchte. Okay. Und, aber ich meine jetzt gerade diese Aktion an sich, dass du nur zu diesen Echo gehst. Stumpfes Echo-Gefarme. Ja, aber das mache ich halt deswegen, damit ich schnell aufsteige in der Dinge. Weißt du? Ich, und dann habe ich gutes Gear und dann kann ich diese ganzen Quests machen, die ich machen möchte. Ja. Okay. Ja, aber damit ich mich nicht irgendwie abkarpfen muss. Ja. Das, was du da jetzt erzählt hast, das habe ich letzte Woche aktiv gemacht. Das war dann auch so eben dieses Echo, während brennende Steppe. Links ist der Kleine, der wird gekillt. Ja, rechts dann der Hoger, dann wieder zum Kleinen, dann rechts wieder Hoger, dann kurz Kürbisse. Und das die ganze Zeit, das ist wirklich stumpfer Scheiß. Ja. Aber das war dann einfach cool, weil dann hatte ich jetzt auch, ich habe jetzt einen Troll-Todesritter auf 70. Ich habe meinen Mensch-Hexenmeister auf 70. Ich spiele beides. Ich spiele auch beides. Trainer Schamane auf 70, ich habe meinen untoten Schurken auf 70, ich habe jetzt 4 Subscore und das passt. Ja. Geil. Kannst du losgehen jetzt. Geil. Ja, und ich habe halt auch zum Beispiel, jetzt extra Klassen gemacht, wo ich mir dachte, das hätte ich sonst nie gemacht. Ich habe eine Blutelf-Priesterin, hätte ich nie gespielt, aber mit 50 kam dann der Fall von Silbermond, die Questreihe. Boah, geil. Und das war richtig geil. Da siehst du nochmal, wie Arthas mit der Geisel in Silbermond einfällt und solche Geschichten. Deswegen spiele ich das halt. Ja. Das sind so Geschichten, die erinnern mich nochmal an Warcraft 3 und solche Sachen finde ich halt ultra geil. Und das haben die alles eingebaut und sich die Mühe gemacht. Und was ich auch gemacht habe, ist ein Kultiraner, ein Menschen als Kultiras, als Mönch. Den Herrn Sion. Einen schönen dicken halt. Ja. Den habe ich Bud genannt, wie Bud Spencer. Und der sieht auch aus wie Bud Spencer und ist ein richtiger Schläger halt. Das finde ich super. Ah, geil. Weißt du, und solche Späße, das finde ich halt, ich finde das geil. Ja, das ich finde auch geil, wie sie dieses Event jetzt gemacht haben mit den Echos, wo sie wirklich lauter so Sachen eingebaut haben, wo die Leute sich heute noch erzählen aus Classic, so, oh, die scheiß Eberleber haben wir ewig gefarmt und so, damals im Ding. Oder die fürs Deviat Supreme, die Deviatfisch farmen und so ein Scheiß, so. Alter. Oder Tadens Mühle, und lauter so Zeug. Es sind alles so legendäre aus Westfalen, lauter Scheiß. Einfach. Es sind alles Legendary Quests, wo viele drüber gesprochen haben, weil es, also die Eberleber waren ein richtiger Abfuck, weil du musstest hunderte Leber für eine makellose Leber farmen. Ja, genau. Und das finde ich auch cool. Ganz schlecht gedroppt. Du killst halt auch die Eber und dann sagt dein Charakter irgendwann, keine Leber? Ja. Das ist halt, weißt du, das sind lauter so lustige Gimmicks halt einfach. Ja. Also, wie gesagt, momentan bin ich in einer richtigen WoW-Sucht. Ja, wieder, wieder mal gefangen. Ja, es ist auch cool, weil, wie gesagt, ihr müsst es als bei mir vorstellen, ich habe seit 2004 bis 2010 aktiv WoW gezockt und gesuchtet, dann auf dem offiziellen Server Tschüss gesagt, dann 12 weitere Jahre WoTLK und dann komme ich rein, dank Nadines Geschenk und sie schreibt mir gerade, wir killen gerade Arthas und ich so, hä? Ja. Was? Ja, was? Nee, ich kill Arthas seit 12 Jahren, einmal im Monat. Und dann habe ich aber danach gecheckt, als mal die Echo-Veranstaltung nicht in der brennenden Steppe war und ich auch und nicht bei Onyxia, sondern in Nordend, in der Drachenöde, habe ich dann erst gecheckt, was du meintest. Und das ist ja übelst geil, dass man da dann Arthas killen muss. Ja, oder der scheiß Zischknall, wie er den Dämon da... gut, die Quest kennst du natürlich nicht, die ist vom Agentum-Turnier. Und da ist der Wilfried Zischknall ist halt ein Gegner und da passiert eben auch das, dass er ein völliger Idiot ist eigentlich und dann diesen Dämonenlord hier beschwört und sagt, er ist hier der Chef des Dämonenlords und der Dämonenlord sagt einfach, fahr zur Hölle und killt ihn und dann musst du den Dämonenlord da in dieser Arena killen. Ja, Prüfung des Champions, den Raid. Genau, auch die Prüfung des Champions, genau. Ja. Ach, freilich kennst du die. Doch, das freilich eben, das ist ja Bottle Car. Das kam nach Uldua und kurz das vor ICC kam Prüfung des Champions. Genau, das kam ziemlich spät, die Prüfung. Ja, genau. Das war so eine Ergänzung bei Bottle Car, so wie jetzt halt diese Insel und so. Ja, genau. Ja. Und ganz am Ende stürzt die Arena zusammen und du kämpfst gegen dieses Insektenviech unten. Ja, genau, wo es dann runterstürzt. Ja. Weißt du, warum ich mich da noch so gut dran erinnern kann? Weil wir das halt alles im Heft gemacht haben. Und ich habe immer die Heftseiten gestaltet. Da hast du noch mit aktiv bei Moor gearbeitet. Da war ich noch bei der Moor. Ja, richtig. Okay, mega stark. Ja, nee, wir haben zu jedem Dungeon habe ich dann immer,
also zu jedem Raid und so, habe ich dann halt immer so Elemente aus dem Model View und so und habe dann halt die Seiten so gestaltet, dass es so stimmig war zu der Instanz halt und so. Oder die Murlocs, die Murlocs retten und so, die Murloc-Kinder. Mhm. Oh, in der Höhle dann, ja. Die alle hinterherrennen und Mama und Papa rufen und so. Apropos kleine Pets, hast du festgestellt, dass es jetzt Petfights gibt? Du kannst mit deinen Haustieren Haustierkämpfe machen. Ja, Petfights kenne ich, weil ich zu Battle for Azeroth schon mal kurz drin war und da ja schon war. Ja, das kann ich. Aber ich habe die nie groß gelevelt. Habe ich eine Zeit lang sehr ausgiebig gemacht. So ich habe echt Petfights gemacht. Ja, gibt's auch coole Erfolge halt. Ja. Okay. Ja, das Pokémon in Warcraft, ne? Ich habe mich da richtig gut ausgekannt, wer gegen welchen und welches Team. Die hat richtige Teams Ding zusammengestellt und so, das war richtig krass. Ja, geil. Da war ich voll drin. Ja. Aber jetzt nicht mehr. Ain't nobody got time for that. Ist also halt das so, ist halt, wenn ich überhaupt mal Zeit habe zum Zocken und dann WoW zocke, dann zocke ich halt lieber die Lore als irgendwie Handwerk oder Pet Battles zu machen oder so. Aber ich sag mal so, ich habe so Add-ons dafür halt für Pet Battles und die zeigen dir dann auch an, welche du noch nicht hast oder so. Also wenn ich jetzt auf der Karte halt eins sehe, das ich noch nicht habe, dann fange ich das schon. Ja. Mhm. Ja, okay. Also das mache ich dann schon, aber ich mache jetzt nimmer, ich level keine mehr hoch oder so. Ich level so ab und zu, level ich mal so ein bisschen Pets hoch, die ich halt cool finde. Ja. Okay. Ja, krass. Ja, nee, also ich glaube, wir müssen neben dem Metal-Podcast-Special-Version müssen wir auch einen Warcraft-Special machen. Noch einen Warcraft-Podcast machen, furchtbar. Ja, furchtbar. Ja. Geil. Aber wie gesagt, im Allgemeinen vielen Dank, dass ich durch euch da jetzt nochmal reinschnuppern darf und immer noch durfte und so. Und es ist einfach geil, macht auf jeden Fall Bock und Laune. Und ja, es ist einfach geil. Für mich ist WoW nach Hause kommen halt, das ist wie bei einer Dean Skyrim spielen, das ist für mich WoW. Mhm. Das ist für mich einfach ein wohliges Gefühl, da schalte ich ab, da bin ich weg. Ist für mich WoW halt auch, aber nicht ich meine, ganz so hart für uns Skyrim. Beide hat WoW eine riesige Bedeutung in unserem ganzen Leben halt einfach. Ja. Also von daher ist für mich WoW auch, ich werde wahrscheinlich auch nie aufhören. Ich meine, die längste Pause, was ich mal gemacht habe, war 5 Jahre, nachdem ich aufgehört habe bei der PC Games. Habe ich 5 Jahre kein WoW gespielt und dann aber wieder zurück und so. Und WoW wird immer ein Teil von meinem Leben sein. Das geht gar nicht anders. Ja. Aber ich habe da auch so ein wohliges Gefühl, wenn ich wieder reinkomme halt, ne? Aber bei Skyrim ist noch mal was anderes. Ich kann es dir nicht erklären, was da unterschied. Also ich habe ja auch gesagt, ich kann es dir auch nicht erklären. Ich log bei WoW ein und fühle mich einfach wohlig zu Hause und dann die Musik passt dazu und alles und ich finde die Grafik cool. Das ist alles so stimmig und es erinnert mich immer an meine Jugendzeit, wie alles irgendwann mal angefangen hat mit Warcraft Orcs vs. Humans, dann Warcraft 2, Tides of Darkness. Ist halt viel Nostalgie auch dabei. Super viel Nostalgie, dann Warcraft 3, wie wir es damals auf der LAN-Party noch als gerippte Beta gespielt haben. Yes, Warcraft 3, weißt du? Und lauter solche Geschichten, dann haben wir es gekauft. Für Warcraft 3 habe ich sogar eine Collectors Edition. Das ist, weißt du, und dann kam irgendwann WoW raus und da bin ich tatsächlich nur durch Zufall auf WoW gestoßen, auf Klassik, weil ich im Mediamarkt stand und dann stand da so ein Pappaufsteller, so eine Nachtelfin. Und dann dachte ich mir, hä, was denn das? Und da war ja so Massive Online-Multiplayer und sowas war da eher neu damals, 2004. Ich habe vorher Ding gespielt, Star Wars Galaxies. Okay. Da war ich sehr lange drin in Star Wars Galaxies, hat auch noch lange nachgehalten, bis die Server abgeschaltet wurden, tatsächlich. Was immer noch traurig war. Weil Star Wars Galaxies war ein Sandbox-Spiel. Das war, da hast du von der Schuhsohle bis zu deinem Haus alles selber bauen können. Wow. War Wahnsinn. Du hast, es gab Spielerstädte mit Bürgermeister und Stadtrat und alle. Also es war wahnsinnig geiles Spiel. Mhm. Und natürlich im Star Wars-Universum. Und was will Flo mehr als im Star Wars-Universum sein? Ja, klar. Und dann kam nebenbei eben World of Warcraft Classic war dann da. Und das habe ich mir gekauft und aktiviert und hab natürlich das erste gemacht, was ich wollte, war das Schlimmste. Kombi war halt Nachtelf-Druide. Ich auch. Ich habe auch Nachtelf-Druide. Alter, und ich bin dann in der ersten Höhle schon an irgendeinem scheiß Kobold verreckt, nicht neben Kerze. Und ey, weißt du, und alles war pink und lila und diesem scheiß Danassus und es war alles furchtbar krass übel. Und dann habe ich das erstmal wieder ein bisschen auf Seite und später habe ich dann nochmal angefangen auf der Horde-Seite mit einem Ork. Und und habe dann Klassik gespielt. Und dann kam Burning Crusade und dann war es vorbei. Ja.
Also Burning Crusade war die übelste Suchtzeit ever. Und bei Wrath of the Lich King hat es bei mir tatsächlich schon wieder abgeebbt. Also da hatte ich auch keine feste Raid-Gilde mehr, weil Burning Crusade haben wir alles gemacht. T6, Mount Hyal, da waren wir überall drin. Wow, okay. Das haben wir alles durchgezogen und danach brauchte ich auch eine Pause irgendwie. Also das war, wir haben zwar geguckt, dass wir alle Wrath of the Lich King noch schnell hochleveln auf 70 und so, aber ey, da war dann mit Raids und sowas, das war nicht mehr drin. Bei mir war Classic die krasse Zeit. Also, und weißt du noch, wie wir dann auf Cataclysm in der Gilde waren, wo wir dann probiert haben, nochmal zu raiden und sowas? Ja, das war dann mit dieser Lehrerin. Mit dieser Lehrerin, die es nicht gepeilt hat. Alter, Schwede! Das war so eine Boomer-Gilde irgendwie. Und das war dann so, wo ich gesagt habe, nee, ist mir meine Zeit zu schade, mich aufzuregen. Ja, ja. Nee, bei mir war die krasse Zeit tatsächlich Classic. Also ich habe von Tag 1 an habe ich gespielt. Ja. Weil mein damaliger Freund, der halt auch geil drauf war, weil der auch so ein Warcraft-Kind war, der mit Warcraft aufgelernt ist. Und der hat dann gesagt, boah, es kommt World of Warcraft, das ist Wahnsinn und so. Ja, da waren wir davor schon gehypt oder er war gehypt und ich fand es halt auch cool, das mir halt angeschaut. Hab dann auf der Horde-Seite aber direkt angefangen, weil er auch Horde gespielt hat. Hab dann Untoten Hexenmeister war mein erster Char und so. Und dann ging es bei uns ab, wir hatten dann halt direkt irgendwie Leute kennengelernt und eine Gilde und uns haben tatsächlich die Menschen dran gehalten halt. Ja, der soziale Aspekt war damals wahnsinnig. Und es war total, also du bist von der Arbeit heimgekommen, hast dir ein Brot geschmiert, das mit an den Rechner genommen und eingeloggt hast geradet. Oder Materialien gesammelt. Oder Material für ein Raid gesammelt. Wenn Beruf du nicht geradet hast, hast Materialien gefarmt. Ja. Und mit 40 Leuten. Ja, klar, weil du musstest es haben. Leuten Molten Core, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nein. Du musstest dann im Chat nur der Tanker und die Heiler sprechen. Da gab es Chat-Disziplin. Ja, richtig, genau. Und wenn du da nicht die genügend Flasks, also nicht genügend Mats dabei hast, um die Flasks herzustellen, wenn nicht gescheit durchgebufft worden ist mit so einer fucking Leiste da oben und dann auch noch dabei ist die ganzen Dots da beim Gegner, dann ist sonst war das nicht korrekt. Und da gab es keine Zielmarkierung. Ich weiß noch, oh Gott, jetzt kommen wir hier vom Hundertsten ins Tausendste. Da können wir jetzt echt so ein Nostalgie-WoW-Podcast machen. Gab es keine Zielmarkierung bei Gar mit den vielen kleinen Steinchen-Typen außenrum. Ach so, jeder hat einen zugeteilt gekriegt. Jeder hat einen Mob zugeteilt gekriegt und dann gab es keine Zielmarkierung und dann hast du irgendwo anders hingeklickt und hast deinen Mob wieder verloren. Und dann musste dir der Tank den nochmal zuteilen und so. Du hast auch die Buffs dann, vom Parler. Die markiert. Buffs vom Parler haben fünf Minuten Buff, Alter. Ja. Was für ein Scheißdreck. Ja. Richtig. Ja, und da waren die Klassen halt auch wirklich noch die Klassen. Der Krieger hat getankt halt. Ja, richtig. Gab es keine anderen Tanks? Der Druide konnte gar nichts. Ja, ne, genau, der konnte alles und nichts. Der kannte alles und nichts. Ja. Paladin hat nur geheilt. Es gab nur Paladin-Heiler. Ich weiß mal, alles andere war Nonsens. Wir sind einmal mit einem Druide als Tank nach Sholomance. Und es war ein Riesenkrampf. Und ich glaube, die letzten zwei Bosse konnten wir mit dem Druiden nicht schaffen. Tanken, ja. Das war damals auf Klassen spezifisch so ausgelegt, dass teilweise Sachen nicht machbar waren. Wenn wir in unserer Gilde, wenn der Krieger nicht online war, konnten wir keine Enis machen. Richtig, kein Tank. Ja. Keine Idee. Aber es war halt ein mega krasser Zusammenhalt. Wir haben uns auch mal in Real Life mit denen getroffen und so. Das war richtig krass. Das hat jede Gilde Classic-Zeit Burning Crusade, glaube ich, mal gemacht, weil das hatten wir auch. Ja, das ist krass. Obwohl tatsächlich meine Gildenerfahrung und Leute im Real Life-Treffen hat bei mir mit Diablo 2 angefangen tatsächlich. Mhm. Ach geil. Okay. Über Diablo 2, da war ich dann damals beim SEK, das Schinder Einsatzkommando. Oh Gott. Und da hatten wir dann auch alle so Shirts, wo unsere Namen drauf standen wir und so. Auch Shirts, und Schinder Einsatzkommando stand drauf und so wie sind wir auf die Gamescom und solche Geschichten. Ist ein Inferno. Ja, natürlich. Natürlich. Das Schinder Einsatzkommando war cool. Wir hatten auch ein Forum natürlich und so. Also es war schon alles sehr witzig. Ich habe das sogar teilweise dann so Ingame-Videos geschnitten auf Musik und so. Oh, cool. Schöne Raid Zeit. So. Schöne alte Zeit. Ja, oh mein Gott. Leute, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Der Willi will nämlich noch streamen um 22 Uhr und ich will nämlich heute noch einen Stream sehen um 22 Uhr. Ja. Er wollte eigentlich noch erzählen, dass er Diablo neue Season hat. Ach so, Diablo neue Season. Wir sind jetzt gerade von Diablo real. Digi, was ist los mit Diablo neue Season? Was geht da? Ja, meine Lieben, Diablo neue Season. Es ist krass, also ich weiß nicht, irgendwie, ne, es ist, wenn Blizzard, egal ob jetzt Warcraft, egal ob jetzt Diablo oder die ganzen anderen Sachen, die sie machen, wenn es einem irgendwie immer so vorkommt, ja, Blizzard hat da jetzt Scheiße gebaut oder Blizzard hat mir jetzt dieses Jahr enttäuscht. Dann sind sie beim nächsten Projekt oder im nächsten Jahr doppelt so geil. Ja, Mann. Und so wie jetzt Warcraft wieder richtig geil zurückkommt und ist und was sie da alles machen, ist es halt jetzt auch genauso in Diablo. Leck mich am Arsch. Die letzte Season war ja schon geil. Was machen die Ficker? Die hauen jetzt nochmal die Höllenhorden. Die Höllenhorden. Wieso Hoden? Die Höllenhorden
in dieses Spiel mit rein. Okay. Und es ist schon wieder ein neuer Modus. Da hast du jetzt, das ist auch wieder wie so eine neue Instanz zu den Pits, zu den Albtraum-Dungeons, zu den normalen Höllenfluten, zu den normalen Höhlen, zu den Kerkern. Kommt jetzt auch noch die Höllenhorde dazu. Das ist, ist jetzt quasi wieder ein neuer Modus. Du hast hunderte neue Artefakte, du hast neue Aussehenssachen, du hast... Wahnsinn. Jeden zweiten Tag einen neuen kostenlosen Gegenstand mit drin. Du hast jetzt sogar World of Warcraft Sets, natürlich gegen Echtgeld, aber auch im Diablo Set. Du kannst jetzt wie eine Sylvanas in Diablo rumrennen und es ist einfach geil. Das kostet bloß 15 Euro, ist nicht überteuert. Die Preise passen. Das ist alles mega stark gemacht. Es macht wieder richtig Laune. Einen normalen Champ, einen Hardcore-Champ in Diablo. Also Hardcore, wisst ihr hoffentlich, was es bedeutet. Ja, wenn ich einmal Hardcore sterbe, bin ich tot gespielt. Und dann ist der Ding weg. Genau. Diablo 2, Paladin 82, tot. Danach habe ich nie wieder Hardcore gespielt. Nie wieder. Bitte, ich bin gerade 71 mit meiner Jägerin und es macht übelst Laune. Du hast natürlich deinen Nervenkitzel. Fuck, jetzt mal kurz Trank und so. War jetzt mal ganz knapp, hatte einen kurzen Schutzengel und so, aber es macht halt wirklich übelst Laune. Es ist immer was los. Du findest immer Leute. Du hast auch da Clans. Das ist ein geiles Netzwerk und die haben wirklich so viele Sachen verbessert. Die Bugfixes gingen komplett durch. Man glitscht nirgends mehr rum. Die Belohnungssysteme sind geil, du wirst zu geschissen mit Loot und Geld und ja, es ist genau, also ich tue mir gerade echt schwer, neben Herr der Ringe Diorama, Streamen, World of Warcraft und Diablo irgendwie Zeit noch Gott, der arme für meinen Kerl Hund ist völlig überfordert. Ja, ist echt so. Essen muss er auch noch. Der arme Hund, der gab den ganzen Tag mit raus, der platzt schon die Blase. Ist echt der so. Arme Kerl, der und dann, arme und dann gibt es wirklich Menschen, die sagen, mein Leben ist langweilig. Leute, es gibt so viel geilen Scheiß. Gibt's nicht. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ja. Also Langeweile gibt es doch gar nicht. Nee. Ja, eben. Na. Aber ja, das war jetzt noch kurz und knackig, Langeweile. Diablo. Ganz ehrlich. Okay. Gut, dann würde ich sagen, das war's von uns. Ja. Yes. Danke wieder fürs Zuhören. Es war uns eine Ehre. Es war ein inneres Blumenpflücken. Übelster Shit. Willi, war wieder geil mit dir. Übel. Mit euch ebenso. Absolut. Kuss auf die Nuss. So schaut's aus. Damit verabschieden wir uns. Vielen Dank. Bleibt kiech, bleibt nördig. Hebt die Haare. Bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss. Tschö mit Ö.